So, das scheint zu funktionieren und wir müssten eigentlich online sein. Und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunter The Virgil. Wer bei dieser Runde noch nicht weiß, worum es sich handelt, wir spielen Pen and Paper Rollenspiel hier so übers Computernetzwerk der Welt, das Internet, ja, das Neuland, wenn man nach Angela Merkel so geht. Und ja, wir spielen das Spielsystem Hunter the Virgil aus der neuen World of Darkness. Allerdings, wenn ihr irgendwie hier versucht, ein paar Regeln abzugreifen, das werdet ihr hier nicht finden. Auch Hintergrundwissen hier abzugreifen ist wahrscheinlich relativ kompliziert, weil ich doch sehr, sehr viel von der Hintergrundwelt einfach verändert habe in meinem Sinne. Ja, wir spielen sehr viel cineastisch. Und daher wird hier selten gewürfelt, dafür viel mehr erklärt und beschrieben. Mit mir dabei sind meine Spieler, die ich immer dabei habe bei dieser schönen Runde, zumindest seit, ja, seit einiger Zeit. Mit dabei sind John Blair, gespielt vom Alucard. Hallo. Abend. Dann haben wir dabei den Beru als Dave O'Malligan. Hi. Dann haben wir den Sleep Nose als Konstantin Hardcastle. Hallo. Immer noch gezwungen, mit der Gruppe mitzulaufen. Und Jeremiah Hill, gespielt vom Paradoxa. Einen wunderschönen guten Abend. Der etwas ältere Jäger. Und ja, wir haben eine ganze Ecke lang nicht gespielt, wie es irgendwie bei vielen meiner Runden ist. Ist auch hier, könnte ich euch mal, falls ihr nur diese Runde guckt, fröhliches neues Jahr 1970. Nein, 2017. Ja, vielleicht sagt ihr, bevor wir in das Recap der letzten Runde einsteigen, was glaube ich der Bero machen wollte, kurz was zu euren Charakteren. Also jeder stellt mal ganz kurz vor, wer ist er da eigentlich? Und dann fragen wir mal so in Gemeinschaftsproduktion unter der Führung des Jünglings Beru zusammen, was beim letzten Mal passiert ist. Ich sag doch mal Ladies first. Gut, dann da der Jüngste den Recap macht, macht der älteste Jäger den Anfang. Jeremiah Hill, ehemaliger Trapper, Geburtsjahr 1876, langjähriger Ghoul eines Gangrel. Hat sehr viel Erfahrung im Bereich Vampire, im Bereich Camarilla gesammelt. Und in jüngster Zeit ist er der letzte fähige Agent von Mother in New York und hat drei Pappnasen, denen er beibringen muss, wie die Jagd geht. Und einer hat wohl einen Hund, der mir die Hand abgebissen hat. Ich glaube, soweit. Falls sich jetzt jemand wundert, warum du schon so alt bist, natürlich kann man sein Leben mit ein paar Mittelchen und bei ein paar gezielten Wegen doch etwas unnatürlich verlängern, wenn man weiß, wie. Ist auch für alles total klar, alles unter der Prämisse der Jagd, alles erlaubt. Alles erlaubt. Ja, Hauptsache, die Vampire fallen, ja. Ja, wenn wir schon beim okkulten und übernatürlichen sind, da ist eigentlich John Blair derjenige in der Gruppe, der davon extrem viel weiß, der auch sich an einigen Geisterjagden beteiligt hat. Naja, also er ist eher ein Hobby-Okkultist, der seine Familie dadurch ernährt, dass er etwas Ghostbusters spielt und naja, Falschgeisterhäuser inszeniert und dergleichen. Ja, und das war auch alles soweit okay, bis dann irgendwann mal sein Handy klingelte und eine Welt für ihn zusammenbrach und seine Mitgeisterjäger vermutlich getötet worden sind. Und dann war da noch dieser seltsame Anwalt und wie alles in der WoD hat alles seinen Preis und dieser Anwalt war, glaube ich, des Teufels Advokat. Und ja, so hat uns Mada gefunden. Und ich hoffe, dass diese Apokalypse irgendwann ein Ende hat, weil
Es sieht nicht gut aus da draußen. Was sieht denn da nicht gut aus? Vielleicht schreibst du das auch mal ganz kurz. Naja, also diese Vampirorganisation, also der Sabbat und die Camarilla, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, haben sich im... Die Begriffe sind noch nicht gefallen, aber gut. Ja, okay, das ist Hintergrundwissen, was der Spieler hat, was der Charakter nicht hat. Zumindest gibt es zwei Vampirorganisationen, die gegeneinander arbeiten, und eine davon scheint die Herde der anderen Organisation anzugreifen, indem sie Zombies auf die Welt loslassen oder sowas ähnliches. Also die zerfallen zu so grünen Schleim und schwarzer Schleim. Genau, schwarzer Schleim, und das ist irgendwie hoch ansteckend, und bestellen Bombenkoffer ins Hotel und dergleichen, und jetzt sind wir in einer Kirche ich glaube im Sperrgebiet, und wir kommen da jetzt einfach nicht weg, und naja, überall ist Militär und Zombies. Eigentlich seid ihr jetzt gerade noch im, in der Wohnung von Jeremiah Hill. Da hatten wir geendet. So, oder vor der Wohnung von Jeremiah Hill. Genau. Im Hinterhof. Ja. Davor waren wir in der Kirche. Genau. Dave O'Malligan, wer ist das und was tut er hier? Dave O'Malligan ist irischstämmiger New Yorker. Was tut er hier? Im Moment gerade im Vampirblut Drogenwahn hängen. Was war davor? Dave O'Malligan ist ohne Vater aufgewachsen. Seine Mutter war Prostituierte. Er musste mit ansehen, wie an seinem 5. Geburtstag seine Mutter von einem Vampir getötet worden ist, was dann so ein bisschen vertuscht worden ist. Nur ein bisschen. Ja gut, er wusste halt, irgendwas ist nicht normal. Es wurde dann als Drogentod dargestellt. Und alles, was er erzählt hat, wurde halt als Hingespinde eines Kindes dargestellt. Irgendwann hat er das mehr oder weniger vergessen, war ein bisschen auf die schiefe Bahn gerückt zwischendurch, kam dann aber wieder auf die bessere Bahn dank eines Paters. Hatte dann eine Schlosserei, und ja, eines Abends, als er aus der Kneipe nach Hause kam, kommt ihm just dieserjenige, der seine Mutter getötet hat, entgegen, der gerade in eine Gasse abbog. Dort folgte er ihm, und dann musste er feststellen, dass es ein Vampir war, den er dann gefällt hatte. Aber aufgrund der Tatsache, dass gerade Polizei am Anrücken war, konnte er halt, und natürlich in Unwissenheit, was es überhaupt für ein Wesen ist, so nicht sein Werk vollenden. Endete damit, dass die Polizei quasi den Vampir wieder ins Leben zurückgeholt hat, mehr oder weniger, die ganze Sache vertuscht wurde und er seither ominöse Nachrichten hat, verfolgt wird oder auch ein bisschen einen Verfolgungswahn hat. Seine Schlosserei wurde zerstört und es wurde ein Zeichen hinterlassen mit einer roten Hand. Ja, und so war dann leicht paranoid auf der Suche im Internet und stieß dort über Mother und geriet dann in die Organisation von Jägern, wohl wissend nichts zu wissen, tappen sie seither im Dunkeln. Jo, genau. So, was zu Dave noch zu sagen wäre, er ist halt absolut, hat auch Scheuklappen auf, der ist nur noch im Rachebad. Ihm ist eigentlich alles egal, ihm ist auch New York egal. Hauptsache dieser Vampir krepiert. Egal wie. Ja, dieser eine Vampir krepiert. Dieser eine, speziell dieser eine. Ja. Ganz genau. Ja, und jetzt gerade ist er ein bisschen im Drogenrausch, weil er hat Blutkanülen von Jeremiah Hill, die der in seinem Apartment gehortet hatte, einfach mal testweise ausgetrunken. Und unwissend, um was für ein Vampirblut es sich handelt, sich da einige Wahnvorstellungen eingefangen, denn es war Malkavianerblut. Tja, so kann's kommen. Aber es kommt noch schlimmer, denn wir haben noch Konstantin Hardcastle, den Mann, der seit der ersten Stunde hier eigentlich gar nicht sein will. Konstantin Hardcastle kommt aus dem Südwesten der USA und
wurde mit dem Auftrag, wo hatte den Auftrag, Johnny Wilkinson nach New York zu bringen von Mr. Wu. Und das, dem Auftrag ist er nachgekommen und er war selbst vorher bestimmt ein sehr großer Privatdetektiv. Und groß. Du meinst groß in körperlich groß, oder? Nein. Und mit seitdem Hut ist er groß. Seitdem er in New York ist, ist er zwangsweise irgendwie in dieser Gruppe und wird von denen mitgeschleift, eher unfreiwillig. Und ja, ich glaube, das wär's, oder? Ja, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu deinem Hund. Wenn es denn dein Hund ist. Habe ich was verraten? Verdammt. Also, es gibt einen Hund, der immer wieder in dieser Geschichte auftaucht und Konstantin rät davon ab, diesem Hund näher zu kommen. Ja, was der Herr Hill gekonnt ignoriert hat beim letzten Mal. Das hat ihm die Hand gekostet. Hat ihm die Hand gekostet, ja. Hättest du mal auf den Hardcastle gehört. Der redet zwar viel, wenn der Tag lang ist, aber manchmal erzählt er auch ein paar Sachen, die gut sind. Ja, kann ich was dafür, dass er einen Dämonenhund mit sich rumschleppt? Nein, er kreist ja um und so. Ja, eben. Nimm ihn lieber an die Leine. Mit ja, du hattest schon erwähnt, es gibt diesen mysteriösen Mr. Wu, mit dem alle irgendwie mal in Kontakt gekommen sind. So am Rande zumindest. Dann gibt es noch einen Mr. D, der in der Stadt irgendwie sein Unwesen treibt. Oh ja. Eine weitere mysteriöse Gestalt, die immer wieder kurz auftaucht und wieder verschwindet. Die Organisation, für die vier arbeiten, ist eine Hunter-Organisation namens Mother mit einem Hauptquartier in im Hinterzimmer einer Fleischerei. Allerdings ist diese Organisation von irgendetwas überfallen und zumindest alle menschlichen Anwesenden, die ihr jetzt so kanntet, einfach weg. Und es sind Spuren eines Kampfes zu sehen gewesen und das Einzige, was man noch finden konnte im Hauptquartier, war eine Dame in einer Zelle, die ihr dann da rausgetragen habt und freigelassen habt. Ja, und wie der Zufall es doch will, ist es zufällig die Frau, die über dem Apartment von Jeremiah Hill wohnt und die ihr letztes Mal auch wieder getroffen habt. sie direkt auch mal entführt habt, ans Bett gefesselt habt und alle außer John Blair haben sich sehr mich daneben benommen und der Einzige, der so ein bisschen Zugang zu der Dame hatte, ist der Herr Blair, der sich dann aber, glaube ich, am Ende der Session dann doch noch ein bisschen verscherzt hat mit der Dame, indem er sie irgendwie zurückhalten wollte vom Weglaufen oder sonst irgendetwas. Und da hat er ein Gebrötzelt gekriegt. Nee, das war Konstantin. Ach, das war Konstantin, ja, okay. Ja. Ja. Hat der Konstantin eingebrannt. Sie ist ja gut, dass wir unseren Resonator haben, ja. Zu erwähnen wäre noch, dass wir beim letzten Mal am Anfang erstmal noch eine Kirche entweiht haben. Ja, natürlich, ja. Ja. Habt ihr gut gemacht. Wir? Ihr. Ich hab mal wieder gesagt, wir sollten es nicht tun. Ihr habt es getan, es war schlecht. Naja. Dann gab es liegt in seiner Natur, er kann nichts dagegen tun. Dann gab es beim letzten Mal einige Auseinandersetzungen innerhalb der Gruppe, weil die Gruppe in sich ein bisschen, dazu neigt, sich gegenseitig nicht zu vertrauen. Sowohl der eigentliche Anführer der Gruppe, der Jeremiah, der eigentlich am meisten Erfahrung hat, ihm wird nicht vertraut, weil er doch ein, Vampirblut hortet und merkwürdige Muckis hat und Hände, die nachwachsen und sonst irgendwas. Ja, dem Dave wird nicht vertraut, weil er doch immer mit dem Kopf durch die Wand einfach Hau drauf spielt. Der Konstantin Hardcastle mit seinem komischen Anwandlung und dem komischen Dämonenhund, das ist auch nicht so ganz. Der Einzige, der hier normal ist, ist doch John Blair. Hätte er da nicht
Er wäre nicht in den Fängen der Vampire, da seine Familie von Vampiren entführt worden ist. Mhm. Das heißt, nein, nicht entführt, sondern in Gewahrsam genommen, weil ihr hattet ja einen Deal mit den Vampiren gemacht, den ihr natürlich auch gebrochen habt sofort. Also ich habe ihn nicht gebrochen, sag ich mal ganz anders. So hat jeder seine Last zu tragen und ja. Was wolltet ihr eigentlich beim letzten Mal am Ende noch so machen? Irgendwie? Warum habt ihr die Dame denn da abgehalten, wegzulaufen oder sonst irgendwie? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube. Die Dame hielt uns für Spinner. Ja, natürlich. Nee. sie wollte abhauen und ich stand diese Treppe hoch und habe sie dann halt, ich glaube, mit irgendeiner Waffe bedroht, damit sie nicht abhaut, weil von John kam irgendwie dieses Leuchten. Nee, von mir. Ja, sag ich ja, von dir. Ich heiße Dave. Oh, Dave. Von Dave kam halt die Aussage, dass sie leuchtet und er war voll fasziniert. Und sie hat vorher schon irgendwie Bienen geschluckt und sowas. Und sie hatte irgendwas mit der Sonne zu tun. Deswegen wollte ich sie festhalten. Und bei dem Versuch, sie festzuhalten, habe ich einen Stromschlag gekriegt. Man muss dazu sagen, Dave hat jetzt eine andere Wahrnehmung. Ich glaube, John und Dave sind die einzigen, die nicht leuchten. Konstantin leuchtet ein bisschen, Jeremiah leuchtet ein bisschen und die Dame war die Sonne. So ungefähr, ja. Genau, also die leuchtete extrem hell, was immer das bedeutet, aber weiß ich nicht. Aber es war irgendwie, wie wenn die eine wandelnde 100-Watt-Birne wäre. Das Gefühl, diese Episode werde ich wieder bewusstlos beginnen. Ja, das ist in der Tat so. Du liegst da in diesem Treppenaufgang, die zum Keller-Apartment von Jeremiah führt. Die anderen haben natürlich die Szene beobachtet, wie sich die Frau langsam in einer gleich drehenden Bewegung, fast engelsgleich, mit den Armen ausgebreitet, ein Stückchen in die Luft erhoben hat und dann dieses Blitzgewitter auf Konstantin hat herabregnen lassen. Nun ist sie natürlich dann auch zusammengebrochen nach dieser Aktion und liegt halt am oberen Ende der Treppe nun auch zusammengekauert am Boden. Jeremiah liegt im Bett, schlafen, um sich zu erholen. Dave ist im Drogenwahn. Oh, diese ganzen bunten Lichter. Ja. Stimmt, Jeremiah musste sich erholen wegen der abgebissenen Hand, genau. Effektiv habe ich noch einen Stumpf. Ja. Wer es genau nimmt. Und John, ich glaube, John liest sehr vertieft ein sehr großes, dickes Buch. Genau. Ja, John liest sehr angeregt ein großes, dickes Buch über Vampirjagd und dergleichen. Aber er will ja bestimmt seinem qualmenden Kollegen im Flur helfen. Ja, also das ist der Einzige, die Szene also richtig beobachtet hat, ist Dave, der im Drogen war, natürlich, was er sich was gesehen haben könnte. Und wie reagiert denn Dave auf diese Szenerie? Gut, also er wird wahrscheinlich das ganz extrem wahrnehmen, denke ich mal. Es wird wahrscheinlich eine richtige Krelle. Also ich stelle es mir jetzt so vor, wenn die schon so leuchtet und dann irgendwas da macht, dann wird es eine richtig grelle Lichtexplosion gewesen sein für ihn und er wird erstmal zusammenzucken und aufstöhnen. Mhm. Weil das wahrscheinlich unheimlich blendet. Und das durfte eigentlich John dann mitkriegen und realisiert so gar nicht, was das ist. Und dann wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen normalisieren und die werden da liegen. Leuchten die immer noch? Also so wie vorher, ja, wahrscheinlich? Ja, sicher. Mhm. Genau wie vorher auch. Und John während seiner Lektüre wisst er natürlich immer das laute Aufstöhnen von Dave mitbekommen und natürlich auch das Rumpeln des zusammen in sich zusammensinkenden Konstantin vor der Tür. Na gut, dann würde ich aufstehen und dann halt ja, so halb stolpernd wahrscheinlich dann in deren Richtung laufen. Also wenn es dann rumpelt und so weiter und das jetzt etwas leiser wird, diese seltsamen Geräusche von Flur, werde ich davor mich schon irgendwie mal versteckt haben hinterm Sessel oder sowas, dass man ihn nicht direkt sieht. Und er guckt noch in seine Tasche kurz, ob er irgendetwas findet, was er als Waffe benutzen kann. Hat er noch so einen halben
ja, so einen kleinen silber wirkenden Stab, den er in der Hand hält, ja, und schleicht dann wie mit so einem Totschläger nach vorne an die Tür und lugt mal vorsichtig heraus. Also man, es könnte ja auch sein, dass ja, neben der Tür, neben der Tür steht ja noch Dave am Fenster und ja. Und what the fuck, was war das für ein helles Licht? Hast du das nicht bemerkt? Nein, ich habe gelesen, Dave, du solltest echt weniger von diesem Zeug ausprobieren. Keine Ahnung, wir müssen nachgucken. Blickst du einen durch den Türspalt vorsichtig nach draußen, siehst, wie gesagt, an dem unteren Ende der Treppe Konstantin auf dem Boden liegen mit etwas rauchendem Mantel. Die Waffe neben sich auf dem Boden und am oberen Ende der Treppe zusammengekauert die Felicia. Was ist da passiert und wieso leuchten die? Warum rauchen die? Nur Konstantin raucht. Ja, nur Konstantin raucht, aber die rauchen ja so der Mantel und so. Das, also ich gehe dann auch. Da gab es eine Explosion, hast du das nicht mitbekommen? Ja, ich hab das Geräusch gehört, ja, aber dass es direkt hier so aussieht, ich dachte, das wäre weiter weg. Das war wie eine Bombenexplosion. Ja, das aber ist so ein bisschen geklungen, halt wie, ja, wie Donner, ne? Wie ein Donnerschlag vom Gewitter. Also wie ein sehr naher Donnerschlag. Ja, genau. Und ganz kurz gezackt und geknallt und dann war es vorbei. Also ich weiß nicht. Auch hier nicht nach Gewitter aus, oder? Nee. Und ich guck mal so aus dem Fenster. So. Sieht nicht, es kommt kein Regen und kein gar nichts. Wahrscheinlich sternklarer Himmel. Ja, gut. Okay. Wir müssen ihnen helfen. Dave, eine Frage. Ich guck dich so blinzelt an. Ja. Du leuchtest nicht. Ich leuchte nicht. Aber die anderen leuchten. Hä? Die leuchten. Und vor allen Dingen die Lady, die ist wie die Sonne. Wenn Jeremiah und Konstantin, die sind wie 20 Watt drin und die Lady, die hat 200 Watt. Was soll das Scheiß? Ganz ehrlich, trink dir einen Scotch oder sowas und schmeiß dir nichts ein, was du nicht verträgst. Das ist in dieser Situation echt schlecht, wenn du irgendwelche Pillen einwirfst. Ach, lass mich und ich würde ihn so wegschubsen. Wahrscheinlich fliegt er jetzt durch den Raum. Was ich mich noch viel mehr frage ist, wer ist für diesen Knall verantwortlich? Ist das die ich weiß es nicht. Frau, die leuchtet wie die Sonne? Die Frau leuchtet extrem. Oder ist das Konstantin und sein Dämonenhund, die uns verfolgen? Weil, wenn der schon so einen Hund hat, der immer wieder kommt, weiß ich nicht, über welche Kräfte der sonst noch gebieten kann, weil hier scheint ja wirklich alles möglich zu sein mittlerweile. Ich habe keine Ahnung. Fakt ist, die beiden liegen da. Konstantin raucht wie ein Kamin. Ja, nicht so stark, also ist ein bisschen halt. Ne? Ja. Qualmt und die Lady liegt auch da, aber siehst du einen Hund? Und dann würde ich tatsächlich mal hingehen. Kein Hund sehen, Dave. Sprich doch nicht davon. Wenn man vom Teufel spricht. Du holst Konstantin und ich bring die Dame wieder auf ihr Zimmer. Ja. Und ich würde dann rausgehen und dann halt Konstantin erstmal angucken, ob er irgendwie größere Verletzungen hat. Gerade wo er den Hund anspricht, ob er Bisswunden oder wie er immer hat oder auf sonstige blutende Wunden, wo man jetzt direkt versorgen müsste. Nö, augenscheinlich geht es dem Konstantin eigentlich ganz gut aus, außer dass er bewusstlos ist und ein bisschen halt Jacke hat, qualmt halt ein bisschen und riecht ein bisschen verbrannt. Da würde ich dann mal vorsichtshalber mal aufmachen und gucken, ob drunter was ist. Und ansonsten, wenn ich da halt nichts Großartiges jetzt auf die Schnelle feststellen kann, werde ich den dann halt quasi auf die Arme nehmen. So, ja, fast wie wenn man ein Baby trägt. Wahrscheinlich wird mir da nicht auffallen, dass der ganz leicht ist auf einmal.
Nee. würde ich denken. Und ich trage den dann rein und drinnen, ich weiß nicht, ob drinnen sowas wie ein Sofa ist oder sowas, Ja, da aber liegt dann der würde ich. Jeremiah ja gerade drauf. Ja, der ist ja im Aber nicht. Nebenzimmer irgendwie. Der ist im Nebenzimmer, glaube ich. Ach, der war Ansonsten würde ich ins halt ein paar Schlafzimmer Stühle, gegangen. genau, ansonsten würde ich halt ein paar Stühle zusammenschieben, dass ich ihn da irgendwie betten kann. Also Dann wird. in meiner Wohnung findest du auch ein Sofa, von dem bin ich, nachdem ich das zweite Glas getrunken habe, das ihr mir ich habe trinken lassen, dann auch aufgestanden und auf mein Bett gefallen, eine Tür weiter. Genau, dann würde ich also ihn halt aufs Sofa legen und dann würde ich tatsächlich mal so Hemd und so weiter aufmachen, um zu gucken, ob drunten irgendwelche äußerlichen Verletzungen sind. Ja, bis auf die Verletzung, die ihm zugefügt hat, sieht man da nicht viel. Das ist schon etwas länger her, aber die sind halt noch da. Die Dame, die werde ich dann auch dahin gebracht haben, wo sie davor lag. Wir hatten die ja auch im Ja, Haus untergebracht. die ist nicht ganz bewusstlos, die kauert halt nur am Boden, zittert, als wäre es, keine Ahnung, minus 10 Grad. Okay. Und Ja, guckt dann. irgendwie, wenn du ihr versucht ins Gesicht zu gucken, ganz wirr mit den Augen mal rechts, links, geradeaus, irgendwie scheint durch zu gucken und. Ja, ich würde mir auch erstmal so vor sie hinhocken und sie halt versuchen zu beruhigen und ja, komm, lassen Sie uns reingehen. Da können Sie, gibt es warmen Tee und ein paar Decken, um sich ein bisschen aufzuwärmen. Und ich bin ja auch gerade so draußen und wie warm oder kalt ist es denn? Also. Es ist gar nicht, wie gesagt, schön. Also, es ist jetzt nicht super warm oder so, aber es ist auf jeden Fall nicht minus 10 Grad. Es ist solide, genau, 5, 6 Grad oder so. Ja, und dann, wenn sie halt nur durch mich durchguckt, dann helfe ich halt etwas auf, vorsichtig, und bringe sie dann in Wohnzimmersessel oder sowas und hol mal aus dem Bad ein paar Handtücher und sowas und deck die damit zu. Noch mit Decken und mach In dann. ihrer Wohnung, also in der Wohnung von der Lady oder in der Wohnung von Nee, Jeremiah? nee, da von Jeremiah, da sind wir ja gerade noch. Ah, okay. Und geht dann mal in die Küche und sucht einen Wasserkocher. Und guck mal, ob Jeremiah auch sowas wie Tee trinkt oder ob der nur das Getränk eines ehemaligen Ghouls im Kühlschrank hat. Also, wenn du in den Kühlschrank guckst, findest du wirklich sehr viele Tomatensaftflaschen. Aber normalerweise bewahrt man seinen Tee jetzt auch nicht im Kühlschrank auf. Wenn du in das Nee, schon klar. Teeschränkchen neben dem Kühlschrank greifen würdest, würdest du eine diverse Auswahl an verschiedenen Schwarz- und Kräutertees finden. Guck mal, ob du irgendwas Hochprozentiges findest. Ein Whisky wäre jetzt nicht schlecht. Ja, ich nehme mir schon mal so ein paar Teepackungen raus, entscheide mich dann für einen, ja, so einen Früchtetee oder sowas, mach dann noch einen Esslöffel Honig mit rein, Teelöffel Honig mit rein, gieß den schon mal auf und durchwühl dann die Schränke, so wie man, der halt sich nicht in der Küche auskennt. Typisch. Nee. Nee. Und dann suche nach. Ja, nach irgendwas Hochprozentigen. Und zum Schluss dann nochmal zum Kühlschrank. Vielleicht steht da ja die Flasche Wodka. Ja, musst du mir jetzt sagen, was er findet. Er findet eine Flasche mit klarer Flüssigkeit. Im Mit, Kühlschrank. nee, im Arzneischrank. Okay. Mehr findet er. Sie riecht auch sehr stark alkoholisch. Ja, und wenn man es runterverdünnt, kann man es trinken. Jeremiah trinkt nicht. Ja, ich muss dich enttäuschen, Dave. Ich habe hier im Arzneischrank Alkohol gefunden, aber ich glaube, den trinkst du nicht. Das wird wahrscheinlich medizinischer Alkohol sein. Ich wollte gerade Ich sagen. meine, zur Not könnte man den auch trinken, aber nee, lass mal. Aber so ein Fläschchen medizinischer Alkohol ist gar nicht verkehrt. Und schwuppdiwupp verschwindet das Fläschchen in der Jackettasche. Und ich pack auch mal noch so ein paar Mullbinden und ein paar Pflaster mit ein, weil ich kenne unsere Verletzungsrate an uns selbst. Ja.
so rückwirkend betrachtet, hatten wir nie Erste-Hilfe-Zeug dabei, wenn wir es gebraucht haben. Nadel und Faden lässt du liegen? Ja, die steckt man besser auch ein. Wir kennen uns ja. Wo hast du denn jetzt die gute Dame verstaut? Also auf der Couch liegt ja der Konstantin weggetreten. Genau. Auf dem Bett liegt der Jeremiah. Nee, auf so ein Wohnzimmersessel. Also ich dachte, vielleicht steht noch bei der Couch so ein Sessel. Und auf diesen Sessel hätte ich dann die Dame buxiert. Du hast deinen Stuhl, der ist schön hart. Dann wird das wohl aber ein harter... ich brauche keinen Sessel, ich habe eine Couch. Dann wird das wohl ein harter Stuhl sein, der sehr sehr unbequem ist, der dann mit Decken und Handtüchern etwas mehr gepolstert wurde. Oder Konstantin fliegt vom Sofa. Geh mal weg, Platz für die Lady. Runter mit dir, klopp. Und die nächste Platzwunde. Und und dann komme ich halt mit dem Tee wieder und wenn der dann etwas kälter ist, gebe ich der Dame dann auch den Tee. Also wenn man so vom Fühlen her denkt, den könnte man jetzt trinken. Die sitzt auf diesem improvisierten Couch-Sessel-Ding-Stuhl, ein bisschen mit eingefallenen Schultern und Kopf nach unten und immer noch vor sich hin zitternd, irgendwie ganz apathisch, irgendwie mitten im Raum. Dave, weißt du, was man bei sowas macht? Also ich hatte jetzt selten mit Leuten mit irgendwie, ich weiß nicht, steht hier unter Schock. Ich muss das ganze Krankheitsbild nochmal so. Das fragst du jetzt Dave nicht wirklich. Doch, der Schlägertyp weiß doch, wann jemand K.O. ist oder unter Schock steht. Ich würde mich mal langsam dieser Lady nähern. Ja, das ist ja nicht schwer, nicht schlimm. Die Wohnung ist nicht so groß, also ein Schritt nach vorne reicht. Ja gut, aber trotzdem mit einer langsamen Bewegung. Und dann würde ich mich, sage ich mal, in die Hocke begeben. Ja. Würde sie mir erstmal angucken. Ja, wie gesagt, die zittert vor sich hin und guckt irgendwie ganz aufgewühlt. Quasi durch dich durch und immer rechts, links, geradeaus. Also die Augäpfel bewegen sich in ruckartigen Bewegungen immer hin und her. Und Schweiß steht auf ihrer Stirn. Lady. Können Sie mir sagen, was gerade eben passiert ist? Der Blick scheint sich etwas zu beruhigen. Und es kommt so eine Art Fokussierung auf dein Gesicht zustande. Und zitternd schaut sie dir dann ins Gesicht. Er wollte mich erschießen. Ich glaube nicht. Aber was war das für eine Explosion da draußen? Ich weiß nicht. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Können Sie mir sagen, weshalb Sie so leuchten? Was? Okay. Ich weiß nicht, weshalb und wieso. Warum lassen Sie mich nicht gehen? Leuchtet nicht. Ich leuchte nicht. Der, der hinten auf dem Sofa leuchtet ein bisschen. Und Sie sind die Sonne. Danke für das Kompliment. Kann ich jetzt gehen? Natürlich können Sie gehen, aber ich würde mir das zweimal überlegen, da draußen der Notstand ausgerufen wurde. Das zum einen. Und nochmal meine Frage, was ist da eben passiert? Was?
Ich meine, sie sitzen kauernd und zittern auf der Treppe und unser Kamerad liegt halbtot auf der Treppe. Haben Sie das gemacht, Lady? Sehe ich so aus? Kratzt sich im Kopf. John, mach du das. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich denn machen? Also die mit ihr reden, was weiß ich. Ja, ja, natürlich. Ja, also wie gesagt, draußen herrscht Notstand und es ist auch keine gute Idee, alleine momentan rauszugehen. Wir haben selber bereits gesehen, dass hier dass sogar ja, die Nationalgarde unterwegs ist und die scheinen auch auf so fast alles zu schießen, was sich bewegt. Also müssen wir wohl oder übel einen Weg finden, von diesen, ja, aus dem Big Apple zu kommen, ohne eine der Brücken zu benutzen. Oder wenn wir eine benutzen, dann nur sporadisch. Lieber John, du denkst dran, meine Wohnung liegt nicht in New York, sondern in Newark, was etwas westlicher von New York liegt. Okay. Ja, aber dennoch müssen wir in der Nationalgarde vorbeikommen und ja. Was? Reden Sie da von einem Unsinn? John guckt so. Ja, ich kann mir vorstellen, wie das für Sie klingt. Nee, die haben keine Nachrichten geguckt. Sie sind ja verrückt. Ja, das erzählen viele. Haben wir ein Radio hier? Es gibt diesen alten Fernseher, ne? Ja, ja, Schwarz-Weiß-Fernseher mit so einer Röhre. Dann knipse ich mal diesen Schwarz-Weiß-Fernseher an. Ja. Und sub mal irgendwie ABC-Nachrichten. Oder irgendwie. Ja, ihr erinnert euch auch, dass der Fernseher bei ihr in der Wohnung auch lief, als ihr da eingedrungen seid. Jetzt ja, aber dann war die Frage, kam da was im Fernsehen über diese? Ja, ja, klar, die ganze Zeit. Okay. Ich glaube, sie leiden unter so einer Art Amnesie, die sie erlitten haben. Das läuft doch schon die ganze Zeit im Fernsehen. Sie haben doch Fernsehen geguckt bei sich. Ich rede ja auch nicht von dem, was da draußen passiert, sondern was das, was Sie mir mit mir machen. Was machen wir denn? Also ich mache gar nichts. Ans Bett fesseln, mich mit Waffen bedrohen, mich nicht gehen lassen. Das war ich nicht, das waren andere. Die sind aber alle noch hier. Ja, das guckt sich so ein bisschen im Raum. Ist, ja, das ist tatsächlich eine schlechte Ausgangslage, das gestehe ich ein. Allerdings müssen wir einzig noch Normalgebliebenen doch zusammenhalten. Ja, lassen Sie uns gehen. Schnell. Ja. Der eine ist, glaube ich, gerade ohnmächtig. Das ist nicht so einfach, die sind wie die Bluthunde. Und ich glaube, wir sollten da echt einen guten Zeitpunkt wählen, weil draußen noch dieses Zeug rumläuft. Also, ich weiß zwar nicht, was das ist. Allerdings macht das, was draußen ist, auch keinen guten Eindruck auf mich, wenn ich ehrlich bin. Aber hier will ich auch nicht bleiben. Das kann ich durchaus verstehen. Allerdings, ist es doch gut zu wissen, dass in so einer Apokalypse jemand anderes den Kopf hinhält als wir. Ich verstehe nur Bahnhof. Also, verstehen Sie mich da jetzt nicht falsch, allerdings, ich glaube, es ist unklug, wenn wir beiden Amateure uns versuchen, den Weg hier durchzuschlagen. Nein, wir schließen uns einfach bei mir in der Wohnung ein und lassen die hier machen, was sie auch immer sich hier machen.
Ja, aber glauben Sie nicht, dass die bei Ihnen einfach in die Wohnung wieder einbrechen? Also ich traue denen alles zu. Und zeig so auf den Mann im Bett, auf dem Sofa. Und dann jetzt? Also jetzt heißt es Ruhe bewahren. Und dann überlegen wir uns, wie wir hier rauskommen. Aber ich glaube, ohne die sind wir aufgeschmissener, als wir es jetzt schon sind. Ja, sie sagt so ein bisschen in sich zusammen, also noch mehr, als es irgendwie vorher war. Und greift ja, dann nach dem Teepot, den du ja jetzt. Ja. Also ich kann das auch verstehen, allerdings. Verzeihen Sie mir, allerdings ist es halt echt gerade schlecht zu versuchen, die alleine sich durchzukämpfen. Das, was ich gesehen habe, hat mir gereicht und mir gezeigt, dass es ja sehr wenig Sinn so macht. Ja, und wie gesagt, ich halte wieder den Tee hin. Und da gucke ich nochmal links, nochmal rechts, ob irgendwie jemand von den anderen in Hörweite ist oder nicht. Ja, Dave sitzt, kniet ja direkt neben dir. Ja gut, Dave. Und Konstantin wacht gerade wieder aus seinem Koma auf, kommt so ein bisschen stöhnen von der Couch. Ich weiß nicht, was mit Jeremiah im Nachbarzimmer ist, da gibt keinen Ton von mir. Außer ein Schnarchen. Ja. Okay, Jeremiah schläft und Dave wird. Ja. Was ist passiert? Dave, du sollst dich nicht bewegen. Wieso sollte ich? Was ist mit mir? Nicht Dave. Konstantin, du sollst dich nicht bewegen. Warum? Nun, ich glaube, dich hat wieder irgendwas angegriffen. Du solltest echt, solltest echt weniger im Necronomicon lesen. Das habe ich doch bis gar nicht. Das ist Ludo. Also, ich weiß nicht. Immer wenn wir dich sehen, wirst du entweder von irgendetwas angegriffen, verfolgt, oder liegst bewusstlos rum, nachdem dich irgendwas angegriffen hat, was ich nicht gesehen habe. Ach, die Frau ist ja immer noch da. Ja, die Frau guckt so ein bisschen ängstlich in deine Richtung, macht so. Wir müssen echt hier zusammenhalten. Das gilt auch für dich, Konstantin. Aber kann mir einer erklären, was gerade passiert ist? Ich glaube, ich wollte sie am Weggehen hindern. Habe ich es geschafft? Naja, sie ist noch hier. Warum? Das ist noch viel wichtiger. Wieso weißt du nicht, was da draußen passiert ist? Das Einzige, was ich wahrgenommen habe, ist eine riesen Lichtexplosion und Donner. Hast du mehr Fakten als ich? Und du leuchtest immer noch. Ja. Schön. Aber du hast scheinbar nichts abbekommen. Was hat der genommen? Ich weiß nicht, was mit mir ist, aber das ist, seit ich dieses Zeugs getrunken habe. Entweder wir trinken das Zeug jetzt auch oder machen wir irgendwas anderes. Nein. ich bin dafür, wir machen irgendwas anderes. Wisst ihr was? Ich mache euch mal Brote. Ich verschwinde dann mal in die Küche. Lasst mich nicht alleine mit denen. Lady, wir werden ihnen nichts tun. Er wird ihnen nichts tun. Ich meine, wir haben sie vorhin bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden. Ja, und mich direkt hier angekettet. Es war einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme, dass sie sich nicht selber verletzen oder auf dumme Gedanken kommen. Ich meine, sie haben heute schon an der Decke geschwebt. Was habe ich?
Sie erinnert sich noch an das Gebäude, wo wir sie gefunden haben. Da lagen sie auch tot oder bewusstlos da. Und dann haben sie auf einmal geleuchtet und an einer Decke geschwebt. Der ist schon lange behauptet, hier würden Leute funkeln oder leuchten. Keine Ahnung, was du. Also was auch ähnlich. Immer sie nehmen, nehmen sie weniger davon. Ich weiß doch auch nicht, was hier los ist. Und das Leuchten ist erst seit kurzem. Sie haben aber schon vorher geleuchtet. Ich weiß, es muss sich absolut bescheuert anhören, aber da draußen geht die Welt unter. Dave, ist das jetzt irgendwas Tiefsinniges von dir? Was ist was von mir? Ist das was Tiefsinniges von dir? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also in der Küche werde ich dann halt erstmal Toast machen. Während ich Toast mache, schütte ich mal den Tomatensaft weg. Den gesamten? Ja, natürlich. Du weißt, es sind weit über 40 Liter in diesem Kühlschrank an Tomatensaft. Ja, natürlich. Das verstecke ich dann besser. Ich schütte schon mal vorsichtig Tomatensaft weg. Bevor da wirklich die Leute auf die Idee kommen, alles davon. Es riecht irgendwie so gar nicht nach Tomatensaft, wenn du das aufmachst und es wegkippst. Eine schöne Eisennote ist auf jeden Fall dabei. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fühle das so aus und stimme so, oh mein Gott, vor mich hin. Die Ernte von 20 Jahren vernichtet ja, auf einen Schlag. Mir fällt ja dann bei auch, das heißt, mir fällt ein, also der Psychopath hat ja durch seine Aktion auch meine Familie noch auf dem Gewissen. Und der John ist total fertig und kippt das jetzt erstmal weg. Und also, du meinst, du bist ein Psychopath? Dann versucht er nochmal, seine Familie anzurufen. Ja. Weil vielleicht geht ja jetzt das Telefonnetz ein bisschen. Nee. Tut mir leid. Nein. Hast du denn überhaupt mein Telefon angekurbelt, ist die Frage. Nein, mein Telefon. Ja, dann mache ich das Handy auch wieder aus. Frage Dave nach was zu trinken. Nee, Johnny. John! Ja. Ja, also, ne, so, wenn ich dann schon mal so, keine Ahnung, 10 Pullen oder was weggekippt habe. Man hört so man dann diesen Wasserkocher sprudeln in die Wand, während man dieses ganze Zeug, diesen Abfluss irgendwie sottern gehört hat. Wasserhahn angehen. Einen Wasserhahn angehen. Schon zur Hölle, was machst du denn in deiner Küche? Brote. Hört sich aber nicht so an. Aufwasch. Boah, du, die Erdnussbutter klebt hier aber am Messer. Ja, und ich mache irgendwie. Glaube ich, geh mal helfen. Sie steht so ein bisschen tattrig auf und stützt sich so an dem Stuhl ab und wankt Richtung Küche. Oh nein. Machen Sie ruhig. Vielleicht bringt das mal wieder ein bisschen Normalität hier in die gute Stube. Der einzig Normale hier, das möchte ich jetzt mal betonen. John. und John bringt dann auch kurze Zeit später so, also kommt dann auch aus der Küche raus, wahrscheinlich, wenn die Dame gerade versucht, auch reinzukommen. Mhm. Tun sie sich einfach einen Gefallen und machen nicht den Kühlschrank auf. Und trinken sie das so ja. So schlimm? Das ist ein Psychopath, das ist ein ganz kranker Psychopath. Ich fand den Herrn Hill eigentlich immer ziemlich nett. Da stehen auch nur Tomatensaftflaschen drin. Die sind sogar gelabelt mit Tomatensaft, ja? So diese ganz normalen 0,75 Tomatensaftflaschen. Okay, es sind 40 Liter, aber... Genau, Mr. Hill trinkt zu viel davon und es ist eisenhaltiger Tomatensaft von so einem Bleifeld oder so. Und, dann gehe ich schon mal zu den anderen, bringe ihm auch einen Früchtetee vorbei mit einem Teelöffel Honig. Und so ein Sandwich, also so ein Erdnussbutter-Sandwich. Ich bin sehr gerührt. Freue mich.
Ja, und dann frage ich so, hat einer von euch vielleicht Empfang? Vielleicht liegt sie am Anbieter. Ich guck mal auf mein Handy. Nö. Wahrscheinlich nope. Ich reiche die. Ach, ich denke, es liegt daran, wir sitzen hier im Keller und vergiss nicht, was da draußen los ist. Ja, aber ich habe echt Schiss um meine Familie. Ich will da langsam mal irgendwie, ne? Was ist denn mit Ihrer Familie? Ja, meine Familie ist, Dave hat sie auf ihrem Gewissen. Ja, so könnte man das auch... Guckt so ein bisschen geschockt rüber zu Dave. Ich habe gar nichts auf dem Gewissen. Seine Familie fuhr weg, in Sicherheit. Ja. Ja, ja, wir haben sie versucht. So zumindest war der Plan. Ich habe niemand was getan. Nein! Dave, weißt du, ich glaube, dass so zumindest war der Plan reicht, um zu wissen, dass es nicht so gut geklappt hat. Das weißt du nicht und also, das weiß ich nicht. Sie also, sind weggefahren. Sehen Sie so, es gibt hier so diesen seltsamen Chinesen Mr. Wu und den noch viel seltsam waren. Von dem Vergnügungspark, der? Ja, genau, der. Ich habe noch Freikarten oben. Sie können auch. Sie mal holen? Können Sie die mal holen? Siehst du so ein leichtes so, ja, dann kann ich hier weg. Ausdruck im Gesicht. Ja. Also, soll ich? Ja. Ja, das ist die Idee. Wir müssen zum Freizeitpark. Und du siehst so richtig so, Geistesblitz. Moment, ich muss jetzt mal nochmal ganz kurz OT einhaken. Wissen wir mittlerweile, dass Mr. Wu zu den Vampiren gehört oder wissen wir das nicht? Nee. Wir wissen nur, dass er Suspekte so mit uns allen zu tun hat, anscheinend. Ja, aber ich jetzt immer wieder abstreite. Ich bin mal nicht mehr sicher, ob uns der Vampir gesagt hat, dass... Der Vampir hatte uns mal gesagt, dass Mr. Wu auch mit denen zu tun hat und mit denen... Und ich glaube, entweder sowas wie... Also, dass der relativ hoch bei denen irgendwie... Ich glaube, das ist der Prinz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Das haben wir von Mr. D erfahren, der noch viel komischer ist als Mr. Wu. Mr. Wu kennen wir ja noch gar nicht. Ja. Zumindest nicht persönlich. Allerdings sollten wir vorsichtig sein, wenn wir in diesen Freizeitpark gehen. Ich denke, das wäre vielleicht mal ein Ansatzpunkt. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollten. Ich in der Geisterbahn? Mr. Wu in der Geisterbahn, das könnte sogar sein. Ich geh dann mal die Karten holen, nicht wahr? Ja, tun Sie das. Dave, geh mal bitte mit. Ich glaube, Sie kommen nicht wieder sonst. Nein, ich komme bestimmt wieder. Entweder Dave geht mit oder ich gehe mit. Dave, hier so einen Blick zu. Ach, ja. Nein, lassen Sie sich nicht bei den Irren zurück. Nein! Ich würde Sie angucken, Lady. Ich weiß, wie es für Sie aussehen muss. Oder ich kann es mir vorstellen. Sie können alleine da hochgehen, wenn Sie das wünschen. Ich kann es Sie gerne begleiten und keine Sorge, ich werde Ihnen nichts tun, solange Sie mir nichts tun. Guckt so kurz an sich runter, guckt dann auf Dave deine Oberarme. Dave, bist du schon mal von einer Frau geschlagen worden oder warum bist du so vorsichtig? Ich gucke ihn an, ich gucke sie an. Und es sind unsichere Zeiten, Lady. Konstantin, aber kommt an zu lachen. Wenn Sie wollen, dann gehen Sie allein. Ich bin dagegen. Wie immer, du bist immer gegen alles. Ja. Nein, Entscheidung. Wir waren für Alkohol, wo wir gegen Alkohol waren. Nette Dame, können Sie mir sagen, wo Ihre Karten liegen? Ich habe ja den Schlüssel zu Ihrer Wohnung. Ich guck wirklich so, was läuft hier eigentlich falsch? Ja, so ungefähr den gleichen Gesichtsausdruck hat sie dann auch. Weshalb hast du ihren Schlüssel? Ich habe den Negul in der Kirche abgenommen und er passt. Du meinst diese Kreatur, die wir geköpft haben?
die du geköpft hast. Auf deine Anweisung hin. Nein, das machst du selber. Du einfach so, als hätte ich mit den zwei nichts zu tun. Moment mal, Moment mal. Also du hast dieser Kreatur in der Kirche den Schlüssel abgenommen. Ja, und du standest daneben. Das hast du gesehen. Ja, ich kann mich erinnern. Aber Lady, den Schlüssel, den er hat, haben wir bei einer Person in der Kirche in New York gefunden. Das habe ich sie doch auch schon gefragt. Sie wusste nichts. Leute, jetzt mal ohne Scheiß, seit diesem blöden Zwischenfall und davor, also ihr wart davor schon suspekt, aber ihr habt Leute, und irgendwie wird das John auch gerade erstmal so richtig bewusst, so, weißt du, dieses im Nachhinein und dann kommt alles. Ihr habt einen Mensch geköpft. Das war ein gottverdammter Vampir oder einer ihrer Diener. Er hatte das Zeichen der roten Hand. Der Frau fällt gerade noch mehr aus dem Gesicht als sie. Er hat das Zeichen gehabt. Sobald der Pfaffe das von euch verlangt, begeht ihr hier Morde. Wir wissen doch gar nicht, ob das ein Vampir, ein Mensch oder was auch immer ist. Also dieser gesegnete Vorgesang war anschließend weg. Als die ihm ihr Schoßhündchen auf uns gehetzt hat. Der Typ sah auch erst normal aus. Du warst nicht mit mir in der Gasse und du hast nicht die Werkstatt und meine Wohnung gesehen. Und du hast nicht dieses Zeichen an der Wand gesehen. Nee, ich war nicht mit dir in der Scheißgasse. Aber ich gehe dann mal die Karten holen. Ja, glaubt ihr wirklich, dass ihr, wenn ihr... Ich gehe mit. Wenn ihr das, was euch schon, geht schon, ich komme klar. Das, weswegen ihr angeklagt seid, ja? Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen. Oder vielleicht für alle. Ist ja auch egal, ihr macht genau das, was wir wollen. Und wenn ihr euch dann verantworten wollt, dann habt ihr keinen, der das mehr abdeckt. Ihr könnt doch nicht sagen, der verrückte Pfaffe hat das uns erzählt. Die werden euch einen husten. Ihr seid doch alle wahnsinnig geworden. Glaubst du wirklich, dass uns in dieser Stadt, die am Brennen ist, noch irgendjemand anklagen wird? Nee, darum geht's nicht. Es geht einfach darum, was ihr getan habt. Was haben wir denn getan? Was habe ich denn getan? Du hast nicht geholfen. Ich habe genauso wenig gemacht wie du. Aber der hätte uns doch alle umgebracht. Und ich zeig's so auf Dave. Also, er weiß ja, dass er... Wo ist er hin? Da ist er wieder. Ja, Kamera hat irgendwie... Du weißt, dass er deine Familie so gut wie auf dem Gewissen hat. Ich habe gar niemanden auf dem Gewissen. Zumindest nicht seine Familie. Natürlich. Du hast den Typ da in der Kirche umgebracht. Der war, glaube ich, schon tot. Ich bin auch noch mal sicher gegangen. Weißt du das? Wenn der dir erzählt, ja, wir müssen die Köpfe und verbrennen. Fakt ist, die anderen sind zu Asche zerfallen. Das tut kein normaler Mensch. Du warst dabei. Du hast es doch gesehen. Woran erkennen wir sie denn? Die sahen fast so aus wie wir. Kannst du dich doch an die Lady erinnern? John. Bei Mother. Sie sagte, wir sollen auf die Zeichen achten und der trug das Zeichen der roten Hand. Ja, aber nur weil jemand mit einer blutbeschmierten Hand in diesen komischen Zombie-Ding hier. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber das ist doch ein Scheiß. Das ist doch schlimmer als in jedem Horrorfilm hier. Ich kneife mich immer und werde nicht wach. Dann wird es vielleicht mal Zeit aufzuwachen. Du erzählst mir immer. In dem Augenblick hört das Schnarchen aus dem Nachbarzimmer auf. Ziemlich deutlich. Du erzählst mir hier etwas von Aufwachen und ihr kloppt einfach jeden X-beliebigen, der eventuell ein Zeichen trägt, den Kopf ab. Ihr seid doch schlimmer als irgendwelche Ritualmörder. Wo warst du die letzte Zeit? Ich war bei euch dabei und
Du hast doch gesehen, was da draußen passiert. Ich habe viel zu oft weggeguckt. Ja, dann solltest du vielleicht mal besser hingucken. Und die Tür klatscht auf und Jeremiah guckt euch alle drei super wütend an und meint nur so: Könnt ihr nicht einfach mal die Schnauze halten? Andere Leute versuchen hier zu schlafen. Reibt sich so den Stumpf, da ist schon eine relativ dicke Schicht Haut drüber gewachsen und läuft erstmal in die Küche. Guck mir das ganze Spiel hier an, geht der Haut her. Ja. Ja, in der Küche stehen ausgewaschene Tomatensaftflaschen. Vielleicht ist das so ein bisschen in der Spüle. Ja, Jeremiah macht den Kühlschrank auf, greift rein, nimmt die erstbeste Flasche, guckt drauf. Guter Jahrgang. Dreht sich um, bleibt alles schön. Wer zum Teufel war in meiner Küche? Ich zeige nur auf John. Ist die Burg in der Gruppe. Tötet John, tötet sie! Jeremiah holt aus. Oh, ich versuche auszuweichen, nicht verschwunden. Mit der flachen Hand, verdammt, er kann mit der anderen Hand ja nicht die Flasche halten. Die Flasche fällt auf den Boden. Mhm. Wer guckt dich noch wütender an? Das war's. Moment, ich versuche auszuweichen. Da hast du drei Würfel. Und er zieht mit der flachen Hand mitten durchs Gesicht. Okay, das. Wenn ich würfeln soll, würde ich auch würfeln. Nee, ich hab einen Erfolg und eine Eins, die negiert. Ich werd voll getroffen. Ja, das ist ein sehr kräftiger. Eine sehr kräftige Ohrfeige. Ja, und. Ja, ich. Aber. Ich tu mir einfach so, und als würde mich das noch härter treffen. Und gehe dabei noch so einen halben Schritt zurück. Also halt dann so die Backe. Also so fest wäre wirklich nicht nötig gewesen. Du hast einen Handabdruck auf deinem Gesicht. In Rot. Ja. Würde ich mal behaupten. Ich gucke mich nach meinem Buch um, was ich dir gegeben habe. Mhm. Und nehme es mir wieder. Nein! Du hast das nicht verdient. Ich gehe zu Dave und meine: Hier, Bruder, du solltest dir das mal durchlesen. Jetzt ist es nötiger, umso mehr. Und ich laufe wieder in die Küche und nehme mir eine neue Flasche Tomatensaft. Wenn der noch welcher ist. Einen kräftigen Zug. Jeremiah, eine Frage. Weshalb leuchtet Konstantin und weshalb leuchtet die Lady? Vor allen Dingen die Lady. Die im Vergleich dazu ist die zu euch in die Stadion leuchtet. Welche Flasche hast du vorhin aufgemacht? Keine Ahnung. Irgendeine, die da stand. Wahrscheinlich wird sie noch irgendwo stehen. Ich guck nochmal in die Küche. Ja, die sind ja alle fein säuberlich ausgewaschen worden von John. Ja gut, irgendwo, ich weiß nicht, hat er vorher eingeschenkt und keine Ahnung, was da drauf war. Irgendwie, das war halt das rote Zeugs, was du da wolltest, weiß doch ich nicht. Wollte wissen, was es damit auf sich hat. Das habe ich dir doch erklärt, das ist Vampirblut. Ja. Und wohlmöglich hast du uns ein sehr gutes Fläschchen aufgemacht, das ich sehr selten trinke. Keine Ahnung. Ja, ich würde dir raten, schlag mal das Buch auf. Seite 10 bis 15 solltest du eindeutig mal nachlesen. Da steht alles, was du wissen musst. Ja, gut. Ich würde mich dann aufs Sofa verpflanzen, falls Konstantin aufgestanden ist. Oder dann setze ich mich auf die Lehne und würde dann tatsächlich mal das Buch aufschlagen. So mehr oder weniger missmutig. Ich wende mich dann nochmal so wie du dich da hinsetzt zu dir. Hörst du eigentlich Stimmen? Nicht mehr. Ich hatte, glaube ich, welche gehört. Ja, ja. Anfangs, wo ich getrunken hatte, hörte ich Hunderte, Tausende. Ich kann es nicht deuten. Sie waren auf einmal in meinem Kopf. Ich nehme noch mal einen kräftigen Schluck von meinem Tomatensaft, gucke ihn an und meine: Verdammt, die guten Flaschen muss ich echt besser verstecken. Ja, und was hat es jetzt damit auf sich?
Liest du einfach. Du wirst es alles finden. Und ich hab's euch vorhin eigentlich auch schon erklärt. Und ich lasse mich so auf den Stuhl sacken und naja, das sind Anfänge. Und ich habe ja jetzt zumindest mal eine Stunde oder so geschlafen. Ja. Ja gut, ich würde so hastig ein bisschen überfliegen, was da im Buch drinsteht. Also nicht jetzt im Detail, so hauptsächlich so die Überschriften. Ja, du findest halt alle meine Notizen, die ich zur Verwendung von Vampir-Vita, von toten Vampiren in Eigenversuch erarbeitet habe. Du wirst auch herausfinden, dass du teilweise Fähigkeiten von den Vampiren übernimmst, wenn du ihre Vita trinkst. Unter anderem, dass wenn man malkavianisches Blut, was auch immer Malkavianer sind, ich weiß nicht, weißt du das? Weiß ich nicht. Dass man Auren sieht von Lebewesen und Wesenheiten an sich. Okay, ist da näher beschrieben, wie sich die wirken oder weißt du nur, dass man halt irgendwas sieht, aber was es jetzt bedeutet, weißt du wahrscheinlich auch nicht. Was es bedeutet, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man Auren sieht. Hm. Ich selber bin ja nie von einem Malkav-Meister. Ist das... Moment, also wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, da steht irgendwas von Auren sehen. Also ich merke, dass ich nicht leuchte, ich merke, dass John nicht leuchtet. Du leuchtest ein wenig, Konstantin leuchtet ein wenig und die Lady, deine Nachbarin, die leuchtet wie die Sonne. Ist das irgendein magischer Krimskrams oder was soll das? Oder kann das bedeuten, dass man dann irgendwelche übernatürlichen Dinge sieht? Frag mich nicht. Bei manchen siehst du es, bei manchen nicht. Okay. Alles, was ich weiß, steht da drin. Andersherum gefragt, wie sehen Vampire aus? Leuchten die dann auch? Oder weißt du das nicht? Ich überlege schwer. Ich glaube, ich habe so Blut noch nie wirklich getrunken, wenn ich in direkter Konfrontation stand. Da gibt es wesentlich bessere Mittelchen und Wahlen, wenn man einem Vampir gegenübertritt, als malkavianisches Blut. Gut. Vielleicht ist es Zeit, das rauszufinden. Was haben wir für Spuren? Wie geht's weiter? Du solltest erstmal nüchtern werden. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Wer redet denn von Alkohol? Ja, Dave findet auch so einen ganz dick unterstrichenen Teil irgendwie etwas dicker geschrieben in diesem kleinen Notizbüchlein. Wenn die Abhängigkeit nicht wäre. Ja, wenn die Abhängigkeit nicht wäre. Die Flasche ist leider auch schon wieder leer. Das Zeugs, was du da trinkst, dieses Blut, du schreibst davon wegen Abhängigkeit, ist das so eine Art Droge? Man könnte es so nennen, aber du könntest auch Luft eine Droge nennen, weil ohne Luft ist ein Sein nicht möglich. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Drogen sind nicht lebensnotwendig, Luft schon. Vampirblut auch, mein Freund, Vampirblut auch. Das lernst du, wenn du so alt bist wie ich. Ja. Okay. Und sei dir gewiss, du wirst das Vorletzte sein, was ich töten werde. Das Vorletzte. Nein. Das Vorletzte. Was ist das Letzte? Schlag die letzte Seite im Buch auf. Okay, ich blätter auf. Oder siehst du einfach nur in kurzen Worten beschrieben, was nötig ist, um mich von der Erde zu tilgen? Okay, das würde ich mir tatsächlich, also mehr durchlesen. Für mich, dass ich eine gottgerechte Selbsthinrichtung kriege, dass ich meinen Sünden entfliehen kann, die ich hier auf diese Erde begehe. Immer noch.
Du glaubst wirklich an diesen Scheiß, oder? Glaube ist der einzig wahre Weg für der Jagd. Gut. Jeder glaubt, was er will oder was er für richtig hält. Wie geht's weiter? Ich kann ja nicht sitzen und untätig die Zeit verbringen. Und wenn das Zeug so wirkt, wie ich es mir vielleicht erhoffe, dann wäre das die Möglichkeit, vielleicht unsere Freunde zu finden. Na dann los. Wenn du los bist, dann gehen wir jetzt los. Auszurotten. Weil die besten Erfahrungen sammelt man immer noch im Feld. Kein Reden. Was ist mit euch beiden? Kommt ihr mit? Oder bleibt ihr hier? Mit der Frau. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja. Ihr zwei anderen merkt auch viel, viel mehr als Dave, dass Jeremiah eigentlich schon wieder voll einsatzbereit ist und fit und dem würden die nächsten 3 Tage wach wahrscheinlich auch nichts ausmachen. Ja, wenn man überlegt, dass er von einer Ladung Schrot getroffen wurde und so weiter. Ja. Und eine Hand weniger hat und die Wunde ist auch schon vollständig verheilt. Also. Ich weiß ja nicht, wo wir hin sollen, aber immer wieder taucht der Name Mr. Wu und im Zusammenhang mit einem Freizeitpark auf. Ich glaube, es wäre mal an der Zeit, ein wenig Spaß zu haben. Klingt nach einem Plan. Gehen wir? Wohin? In den Freizeitpark. Ja, ist klar. Ich bleib dann mal hier. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, aber ich glaube, in Ihnen steckt mehr, als es Ihnen bewusst zu sein scheint. Und es wäre vielleicht für Sie besser, nicht alleine zu sein. Ich will nicht zu nahe treten, Lady. Und nehmen Sie es bitte nicht für ungut, dass wir Sie ans Bett gefesselt haben. Es war keine böse Absicht. Wir wollten Ihnen nichts Böses tun, auch wenn es Ihnen vielleicht anders erscheinen mag. Aber mir liegt nichts ferner als das. Ich will auch nur wissen, was hier geschieht. Und ja, meine Mutter rächen. Ja. Jeremiah ist schon fast absprungbereit. Ja, gut, ich sammle dann auch Waffen ein. Jeremiah, hast du eigentlich irgendwie deine Wohnung, also den Außenbereich, irgendwie den Innenhof und diesen Wohnblock irgendwie gesichert? Mit irgendwas, Zeug oder so? Also außer diesen Bärenfallen, die du ja irgendwie vor der Tür hast oder so? Ja, also es ist halt die Bärenfalle vor der Tür. Aber viel mehr braucht man ja nicht. Also jede Tür hat Bibelzitate graviert, ja. und heilige Symbole. So, und eigentlich reicht das, weil. Okay, ja. Und man muss dazu sagen, sollte man meine Wohnung mal genauer angucken, ist die schon sehr gut ausgerüstet. Ich würde dann nämlich auch so an eine Wand gehen und das Bild, das da hängt, so ein bisschen zur Seite schieben und meine Hand gegen die Wand drücken. Und die Wand macht so einen leichten Satz nach links und macht einen Gang, Platz für einen Gang, der dahinter liegt. Und ich würde noch ein bisschen Zeug rausholen, also so, dass die Jungs auch ausreichend versorgt sind mit einer Pistole für jeden. Und also ist ein Arsenal dahinter, ja. Ja, also sehr kleines Arsenal. Also ich würde mir was Pflockartiges auf jeden Fall noch greifen. Ja, solltest du kriegen.
So ein bisschen und. Dave, du riechst einen sehr angenehmen Geruch, der ein bisschen weiter hinten aus dem Arsenal kommt. Nach was riecht's denn? Es riecht eisenhaltig, aber du hättest Lust, da mal zu gucken, glaube ich. Das riecht sehr, sehr gut. Na gut, dann gehe ich mal tatsächlich nach da hinten. Du stehst vor der verschlossenen Tür. Bist du in der Nähe? Ja, ich versorge gerade deine zwei Kollegen mit zwei Ersatzmagazinen pro Nase noch. Na gut, ist die Frage, wenn du jetzt gerade nicht guckst, dann würde ich tatsächlich das Schloss knacken. Wenn du das schaffst. Ich weiß, Schlosser? Ich bin Fachmann. Wenn ich was ist denn das für ein Schloss? Das ist sehr altertümliches Schloss. Mit einem großen Eisenschlüssel kriegt man das auf. So. Sollen wir das mal so ein bisschen näher angucken? Also schwer ist es nicht zu knacken, was ich da habe. Weil ja, also wenn du da bist, dann die Tür aufkriegen, ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich würde mal gucken, ob ich irgendwas Kleineres da habe, was man da reinfriemeln kann. Und dann würde ich da ein bisschen rum und dann dürfte es irgendwann mal Klack machen. Ja, gibt ein lautes Klack, was halt die anderen auch hören können. Was Klacken hören? Ja. Ich drehe mich um. Dave, nicht. Mach die Tür nicht auf. Was ist da drin? Einfach nicht, nein. Was ist da drin? Ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Der Inhalt des Kühlschranks. Er macht gerade genau das, was ich auch sonst mache. Er sagt, mach es nicht. Es ist in meinem Fall ein guter Rat. Mach es nicht. Gib mir einen roten Grund, die Tür nicht zu öffnen. Dave, dahinter sitzt deine Droge. Mach die Tür auf. Ja, du... Wir haben mach es nicht gesagt. du siehst einen Arztsessel in einer vollständig gefliesten Kammer. Auf diesem Arztsessel sitzt ein tobender und wütend reinblickender, sehr muskulöser Mann. Mitte 30, Glatze. Nur in Boxershorts begleitet und von allen gut erreichbaren Arterienzugängen laufen Schläuche weg, die in großen Bloodpacks enden. Oh, die Melkkammer. Und der hat auch große Fangzähne ausgefahren. Sieh mal einer an, was wir hier haben. Was haben wir denn da? Oh, ich glaube, das willst du nicht sehen. Und zieh wieder die Tür so ein bisschen zu, nicht ganz, aber so ein klein wenig. Und würde mir das mal so ein bisschen näher angucken. Also da wird wahrscheinlich gut gefesselt sein, denke ich mal. Ja, aus dieser Festung entweicht nicht mal ein Brucher in Raserei. Gut, ich würde trotzdem mal einen Flock oder sowas näher packen, also unbewaffnet nähere ich mich dem nicht. Ja, du hast einen Flock ja gefunden in meinem Genau. Trotzdem, ja, genau. Jetzt, wo ich den sehe, was sehe ich durch meine Auspacks? Ja, bin ich der Meister. Was sehe ich denn genau? Du kannst eine Aura erkennen von dem Ding, die deutlich stumpfer wirkt als das, was du sonst siehst, aber es leuchtet jetzt nicht so wie die anderen. Aber hat eine Aura. Ja. Wo gehörst du hin? Hand oder Maske? Das Ding ist geknebelt. Okay. Nein, das ist nicht wirklich geknebelt. Aber dann wird der schreien, oder nicht? Ja, Schalldämpfung und so. Ja, aber dann würden es die anderen auf jeden Fall hören. Die hören das jetzt auf jeden Fall. Wenn die Tür offen ist, hören die das. Was machst du da schon wieder? Ja. Du schaust diesem Mann in die Augen und mit den langen Fangzähnen in das Gesicht und du siehst nur Hass und
Ja, das Weiße in den Augen irgendwie, das sieht wirklich schon fast tiermäßig irgendwie, und der schüttelt und stemmt sich gegen seine Fesseln und faucht und heult und schreit mehr, als dass er irgendwie Worte von sich gibt. Okay, die Bloodpacks, die da sind, wie voll sind die? Die sind schon sehr voll. Weiß jetzt nicht, wie ich das einschätzen kann, ob da irgendwas eine litermäßige Geschichte ist. Also Vampire, die nicht mehr als 6 Liter Blut in sich haben. Wenn ich das Gefühl habe, dass das schon ziemlich gut gemolken worden ist, würde ich mich dem nähern. So gut ist es, also wenn er jetzt nicht allzu viel. Ja, der versucht halt, während du dich auf so auf Distanz näherst, also auf Greifdistanz näherst, irgendwie siehst du, dass er sich versucht, irgendwie gegen die Fesseln so zu wehren, dass er irgendwie an dich drankommt, aber kommt halt nicht dran. Ich würde so meinen Flock hochhalten. Irgendwelche letzten Worte. Irgendeinen Grund, weshalb ich dich jetzt nicht töten will. Ich packe ihn von hinten und ziehe ihn so langsam zurück und gucke ihn an und meine, ja, 2 Liter, und schiebe ihn aus dem Raum raus, schließe den Raum hinter mir wieder ab. Wo gehört er hin? Hand oder Maske? Ich würde sagen New Orleans. Und was du mit Hand oder Maske meinst, ich verstehe euch immer noch nicht. Ich bin gerade Die sehr Vampire traurig. unterscheiden sich in 2 Gruppen, zumindest mal mindestens in 2 Gruppen. Es gibt einerseits die rote Hand und es gibt andererseits die weiße Maske. Die weiße Maske hat Jeremiah schon öfter gesehen bei den Ah, okay, ja. Dann, Nosferatu halt. keiner von denen. Anderer Prinz, anderer Regent, anderer Teil des Landes. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Meinst du, Das ich sind werde neu in New York eingesetzt? unterschiedliche Gangs oder was? Nein, aber es sind unterschiedliche Hoheitsgebiete. Wie bei Gangs. Ich würde eher sagen, wie bei Adligen. Scheiß. Naja, lassen wir es. Willst du noch was von dem roten Zeug mitnehmen? Ja, aber nicht von dem. Wieso auch nicht von dem? Was bewirkt sein Blut? Du könntest ja jetzt mal etwas aus den Bloodpacks trinken, dann würdest du aber sehr schnell merken, dass dein Wille, den du gerade noch hattest, und dein eigenständiges Handeln schneller weg ist, als dass du Blut sagen könntest. Wieso? Solange ein Vampir lebt. Nicht, sie sind ja untot. Kann er mit seinem Blut dich beeinflussen? Erst wenn er tot ist, kannst du ohne Bedenken sein Blut trinken und die Vorteile davon genießen. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Aber was würde sein Blut bewirken, wenn wir ihn jetzt getötet hätten? Gibt es da unterschiedliche Arten, wie unterschiedliche Drogen, wie unterschiedliche. Er überlebt kurz und meint, bei denen, meistens kann ich mich in einer vernünftigen Geschwindigkeit bewegen und auch kräftig austeilen. Aber ich Moment mal. muss ehrlich gestehen, das Blut des Clans meines alten Herrn bevorzuge ich immer noch am meisten. Ja, Jeremiah weiß auch, dass das Blut nicht unbedingt zwingend das bieten muss, was der Clan Ja. macht und so. Es ist halt alles random. Ja, Es wirkt auch gut. auf jeden anders und Dave überlegt Naja, gerade auf jeden ernsthaft, nochmal anders. Ich umzudrehen. bin der Einzige, von dem ich weiß, dass er aus der Ghoulschaft entlassen worden ist und immer noch lebt. Ja, wäre es nicht besser, Dennis zu töten? 2 Liter. Wieso nicht? 2 Liter. Scheiß auf die 2 Liter. Wir haben anderes zu Nein. tun. Du weißt nicht, wie schwer daran zu kommen ist. Gut.
Die Junkies hier langsam mal fertig. Nicht schon lang. Die Dame greift John so irgendwie an die Schulter. Ihr habt einen gefesselten Mann drin? John? John guckt so. Wie ich bereits sagte. Rauskommen ist alles. Ich übernehme auch keine Haftung für das, was die tun. Die sind alle etwas... Was sind wir? Größenwahnsinnig, selbstmörderisch, unvernünftig. Also jetzt redest du von den anderen beiden und... Ich schieb Dave gerade so aus diesem Gang raus noch und schließe die Tür hinter mir. Oh, los geht's. Ja. Aber sie haben einen total logischen Grund, warum die Leute hier haben. Die haben. Da bin ich mir sicher. Und ich guck John so an und mein, ja, das ist ein sehr logischer Grund. Gott sandte mich, um das Böse aus der Welt zu tilgen. Ja. Ich guck die meine Nachbarin und an mein so. Wenn ich Ihnen einen kleinen Tipp geben würde, fühlen Sie sich hier wie zu Hause, aber bleiben Sie hier. Das ist aktuell der sicherste Ort in New York und Umgebung. Würden wir dann nicht auch hier bleiben? Nein, euer Freund hat gesagt, wir gehen in den Freizeitpark. Dementsprechend gehen wir jetzt in den Freizeitpark. Spaß haben. Hm. Und ich grinse dabei ein wenig. Und packt nebenbei eine Tasche voll und die ganzen Klamotten, die er da hat. So, Waffen. Naja, okay. Also ich habe für jeden von euch habe ich eine Pistole noch über und du hast auch einen Flock und wenn die anderen Nahkampfwaffe haben wollen, können sie die glaube ich auch noch finden. Aber ich habe noch eine Machete, ich habe ein Kampfmesser, also wir haben verschiedenste Schusswaffen auch schon davor. Hat er gehabt. Schon gesammelt. Also ich habe da schon so langsam eine Sporttasche. Kennt ihr noch den Film mit Michael Douglas, wo er eine Sporttasche findet und dann so ein bisschen durch die Gegend zieht? So ähnlich laufe ich jetzt rum. Okay. Ich überlege gerade, wir hatten doch auch mal eine Waffensporttasche. Ja. Dem Gewehr drin. Ja. Wir haben ja unter anderem den Pfandleier geplündert. Nee, aber zusammen mit Johnny hatte ich eine. Die ist irgendwo abgeblieben. Keine Ahnung. Ja, die war im Hotel. Ich glaube, die ist im Hotel verloren gegangen. Im Hotel haben wir ja einiges leider hinter weglassen müssen. Okay, ich drücke es jetzt anders aus. Was haben wir jetzt genau vor? Wir gehen jetzt in den Freizeitpark. Wir haben bisher keine Spur. Die einzige Spur, die wir haben, ist dieser Mr. Wu, mit dem wir uns treffen sollten. Und dem Mr. Wu gehört der Freizeitpark. Ja, richtig. Ja, und vielleicht wäre das mal ein Anhaltspunkt. Okay, und wir bringen Mr. Wu nicht direkt um, so wie ihr das sonst auch immer mal gerne macht. Wird sich zeigen. Soll ich ihm vorher schreiben, dass wir kommen? Ja. Ich glaube, das macht er früh genug. Und ich gucke schon noch so an und meine so, bisher habt nur ihr die Leute umgebracht. Ich habe gar niemanden umgebracht. Du hast mir die Gürtel gegeben, um den Mann länger zu machen. Moment. Du hast mitgeholfen. John hat auch jemanden umgebracht. Nein, John. Ja, stimmt. John hatte den Vampir gekillt. Ja, aber ich habe es getan, um meine Familie zu retten und nicht, weil da irgendein Zeichen dran war. Es war ein Zeichen Gottes. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen war. Okay, die Felicia setzt sich vor den Fernseher
Und ihr verlasst dann die Wohnung. Und Bärenfalle wird wieder scharf gemacht und alles wahrscheinlich. Ja. Und ich würde hinter mir dann, wenn alle draußen sind, bis auf Felicia, auch die Türe abschließen. Und ich würde ihr noch sagen, sie soll von dem Raum und von dem Mann wegbleiben. Da kommt sie eh nicht dran. Okay. Nachdem ich den Gang wieder verschlossen habe, kommt da außer mir niemand mehr dran. Nicht, dass die auf die Idee kommt, den armen, unschuldigen Mann aus dem Sessel zu befreien. Tja. Gut, dann geht ihr dann nach draußen und seid dann in dem Innenhof und verlasst den Innenhof, dann geht wahrscheinlich zu Fuß oder was, wie läuft, wollt ihr das zum Vergnügungspark? Wir hatten ja noch Autos. Wir hatten ja noch ein Auto. Ja, dann mit dem Auto. Ist die Frage, wie früh oder wie spät ist es mittlerweile? Ist doch die eigentlich schon ziemlich fortgeschrittener Zeit, auch schon in der Nacht sein, schon fast wieder morgen, würde ich mal behaupten. Ja. Und bald Sonnenaufgang. Ja gut, dann ab Richtung New York. Er steigt noch ins Auto und der Dave darf mal einen Wahrnehmungswurf machen, also Alertness und Perception. Was wurfe ich da? Nur auf Perception oder was? Alertness oder und Perception. Was? Ich finde es noch nicht. Wo soll Perception stehen? Ich schaue mal. Persuasion, Moment, vielleicht finde ich es ja. Nee. Social. Ja, das ist ja bei der NVOD ein bisschen anders. Dann mach doch mal. Das ist, glaube ich, Perception war irgendwie Witz und Composure, oder? Ja. Witz, drei Würfe, Composure. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Composure, was ist Composure? Ach da, also nicht die sechs Würfe. Ja, mach mal. Wie haben wir denn hier? 6. Oh, eine 10. Nochmal eine 10. Eine 8. Jo, das war's. 2 10 und eine 8. Und dann, als du ins Auto eingestiegen bist, bist du vorne oder hinten? Wer fährt? Weiß ich nicht, wer ist bisher gefahren? Ich glaube, bisher ist immer schon gefahren. Was geht? Ja, dann würde ich mich, keine Ahnung, wo will Jeremiah hin? Oder fährt er wieder Motorrad? Ja, mit einer Hand. Jeremiah fährt mit dem Motorrad und zwar hinter euch. Mit einer Hand? Ja, mit einer Hand. Ich weiß nicht, in welche Hand er gebissen hat. Die linke Hand fehlt. Welche okay, ja gut, dann kannst du aber da schlechtes Lenkrad halten. Kannst du schlecht schalten. Ja, und mit der rechten Hand gibt's Gas. Das ist ihm vollkommen egal. Okay, ja gut. Wenn du meinst. Fährt euch mit dem Motorrad. Ja gut, dann würde ich auf dem Beifahrersitz sitzen. Okay, wer fährt? John, denke ich mal. Und Konstantin dann hinten. Genau. Ja. Dann sitzt du auf dem Beifahrersitz, lässt nochmal so deinen Blick wandeln über den Hinterhof und siehst dann oben auf dem Dach irgendwie mehrere Auren. Was meinst du zu erkennen? Ja, gut. Ich weiß ja nicht, ob wir tatsächlich schon fahren oder ob wir noch nicht fahren. Wir wollen gerade losfahren. Du hast gerade das Motorrad, wie es hinten angelassen wird, hinter euch. Ich würde sagen, John, stopp. Fahr ich noch nicht. Ja, mach aus. Wir werden beobachtet. Sie sind hier. Wird aussteigen, Waffe zücken und Richtung Jeremiah gucken. Ich weiß nicht, ob er das dann wahrnimmt, dass ich nochmal aussteige. Und dann würde ich Wenn du aussteigst, kriege ich das mit. Okay, dann würde ich in die Richtung zeigen, wo ich was sehe. Und dann würde ich halt mit Fingern zeigen, wie viel ich da sehe. Ja, 4 Stück. Würde ich 4 zeigen.
würde dann auch mal hochgucken. Was sehe ich da? Nix. Nichts. Die anderen auch nicht. Ist doch gar nichts. 4. Und dann würde ich zeigen, da. Wird die Waffen zücken. Definitiv. Und auch in deren Richtung gucken. Ich gucke halt auch in seine Richtung. Dave, da ist nichts. Gar nichts. Und dann würde ich in die Richtung schreien, was wollt ihr und wer seid ihr und was wollt ihr hier? Ey, lass gut sein. Du hast halt. Ich denke, dass die Leute leuchten und wenn da jetzt Leute aus dem Wald leuchten, darfst du einfach mal gucken gehen. Ich würde das Motorrad auf jeden Fall wieder abstellen, weil wenn Dave was sieht, dann wird er da was gesehen haben. Und du siehst, wenn er merkt, dass ich mich auf jeden Fall bereit mache. Dass man ihn unterstützt, wenn er was findet, dann ist er vielleicht auch irgendwann mal lernbereiter, als wenn man ihm alles vorschreibt. Reagieren die irgendwie, wenn ich die anspreche? Nein? Nein. Also du siehst auch nichts, du siehst nur die Augen. Ja, ich sehe die Augen, aber die kann ich ja zumindest mal sehen. Und dann weiß ich ja das, was da ist. Und wenn die Aura so ähnlich aussieht wie von dem Typen, den ich davor kurz davor gesehen habe, dann weiß ich ja, was da sitzt. Oder vermute es mal zu wissen, was da sitzt. Na gut. Vielleicht sehen wir euch später. Und dann würde ich sagen, sie wollen nicht. Und lass uns doch mal da hingehen und anschleichen. Anschleichen? Aufs Dach, ja. Ich glaube einfach, Dave, das Zeug, was du genommen hast, glaubst nicht, dass es schon wieder irgendeine Nebenwirkung, du nimmst dich schon längere Zeit etwas komisch, seit du dieses Zeug. Du hast doch das Buch gelesen, oder nicht? Ja, schon. Allerdings, Dave, ich weiß nicht, was sowas mit einem macht. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich Aura lesen oder Dinge sehen, das Wesen, irgendwas, dieser Typ da in dem Raum ist ein gottverdammter Vampir und er zapft ihm das Blut ab. Und glaub der hatte die gleiche... Anpuffen und dann sagen, lass mal gucken gehen. Und das sah genau, da oben sind vier Gestalten, genau wie der Typ. Inzwischen nur noch zwei, während ihr euch da unterhaltet. Okay, also, ja. Nur noch zwei. Wenn ich nur noch zwei Augen sehe, würde ich dann nochmal drauf achten, ob ich die anderen irgendwo sehe. Ob die sich jetzt irgendwo verteilen um uns herum. Nee, du kannst sonst keine mehr erkennen. Okay. Also ich würde eben halt dazwischendurch zwei signalisieren, zwei. Ich stehe neben dir, mein Freund. Ja gut, dann würde ich. Es sind nur noch zwei. Zwei sind weg. Dann, Los! Lauf mal vor und wir gucken mal, wer uns da beobachtet. Ja, wo wollt ihr denn hinlaufen? Wie gesagt, die sind oben auf dem Dach. Da wird es einen Aufgang geben, oder ist es ein Nachbarhaus? Ja, durchs Treppenhaus oben auf irgendwie, keine Ahnung. Du bist der Hausmeister von dem Haus, sag mir, wie man aufs Dach kommt. Ja, auf den Dachboden und dann durch die Dachluke durch. Ja. Aufs Dach, da wo der Schornsteinfeger durchgeht. Mhm. Kann Jeremiah nicht einfach direkt hochspringen? So gut ist er wahrscheinlich auch nicht. Na gut, dann würde ich sagen... Vier Stockwerke? Was? Boah, das ist schon... Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Hohe Kunst. Das ist dann doch zu viel. Na gut, dann lass uns hochgehen. Keine Ahnung, was sie wollen. Ich zeig dir, wo du langlaufen musst und lauf immer hinterher. Na gut, dann gehe ich hinterher mit den Waffen. Also Machete auf jeden Fall immer einen Schlag. Du läufst voraus, mein Freund. Ja. Ich laufe hinter dir und zeig dir über die Schulter so da lang. Genau, ja gut. Wenn sich schon der große Vampirjäger hinter mir versteckt. Ich versteck mich nicht. Ich zeig dir nur den Weg. Ja, habe ich schon verstanden. Ja, ich gehe dann voraus. Okay, die beiden gehen dann ins Haus. Und was machen die anderen beiden? Ich zieh mal eine Waffe. Meine Axt. Das wollte ich noch gesagt haben. Also ich habe meine Axt dabei. Ich ziehe eine Waffe und schaue mir das weiter aus dem Auto an und guck so zu Konstantin. Wir bleiben hier, oder?
Er hat gesagt, da sind zwei gerade verschwunden. So, ich glaube nicht, dass wir zwei alleine überwältigen können. Ich glaube eher, wir sollten mitgehen. Und er guckt dann so, oh. Ja, recht hast du. Auf dann mit so einer Pistole im Anschlag, wie in so einem Polizeifilm, also so wie er wieder meint, eine perfekt wie hier keine Pistole zu halten, so mit zwei. Ja, die beiden haben ein bisschen Vorsprung vor euch, bevor ihr euch entschlossen habt, hinterher zu gehen. Sind schon aus eurem Gesichtfeld entschwunden im Hauseingang und ihr macht euch gerade dran auf, irgendwie ihnen zu folgen, als am Eingang zum Innenhof sich etwas tut. Da scheinen irgendwie Gestalten gerade irgendwie die Durchgang oder in die Durchfahrt zu laufen. Langsam. Ich habe Angst, dass es zurück zum Auto geht. Rechts, links, geradeaus. Lass uns die Frau holen. Und sie sind hier verstecken. Ich halte so die Hand auf die Lippen und versuch mal so ganz unauffällig um die Ecke zu linsen und zu gucken, was die da so treiben. Und möglichst nicht aufzufallen. Soll ich mal drauf würfeln, wie gut das klappt? Ja, mach mal. Das ist Geschick und Stealth, ne? Mhm. Gegen 8 war das, ne? Ja. Dann habe ich einen. Ja, du hast das Gefühl, dass du das ziemlich gut gemacht hast. Ich bleib da so an die Wand gedrückt und guck da so ein bisschen, was die da so treiben. Ich möchte gerne so über ihn drüber gucken, so einen Zweitkopf um die Ecke. So, guck. Ja, da kommen halt zwei Gestalten irgendwie durch den Schatten des Hofeingangs irgendwie auf euch zu, ziemlich langsam. Oder sind es drei? Oder vier? Was? Okay. Der erste tritt jetzt ins Licht und es ist einer von diesen, also es sieht aus wie ein Special Ops, sieht er aus. Er hat so eine Body Armor an und hat den einen Arm etwas pendelnd nach unten gehalten. Der Kopf ist völlig schwarz, als hätte er irgendwie so eine Strumpfmaske aufgezogen und es ragen ihm mehrere Tentakel aus dem Kopf. Wo kann ich hinrennen? Ist da eine Mülltonne in der Nähe? Ja. Okay. Zurückmarsch und unter die Mülltonne. Ich springe in die Mülltonne. Schepper, Schepper. Du weißt, wir trennen keinen Müll, du bist gerade voll in die Grütze von 4 Wochen gesprungen. Ja, ich glaube, das ist ihm gerade egal. Es ist total toll, dass er Krach macht. Ich liege unter die Mülltonne und roll mich noch so ganz nah an die Hauswand. Und denk so, nein! Und Jeremiah und Dave kämpfen sich ihren Weg durch das Treppenhaus nach oben und gelangen dann irgendwann auch an die Dachluke. Dauert eine Weile. Ja. Wenn wir da sind, dann würde ich mit dem Vierkant, Außenvierkant die Dachluke aufmachen. Ja. Du öffnest die Dachluke, geht nach außen auf. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, so Dave, bitteschön. Ich würde dann erstmal den Kopf rausstrecken, vorsichtig, und gucken. Vorsichtig streckst du den Kopf so nach draußen, hältst deine Nase in die Luft, hier den Windzug von hier auf dem Dach kann man intensiver spüren als unten auf der Straße. Und du schaust dich um und im Dach halt. Ich würde halt gucken, ob die Aura noch irgendwo sind. Aber gut, ich weiß ja nicht, ob ich das ganze Dach einsehen kann. Ansonsten würde ich erstmal hochklettern. Das hoch.
Trotz alledem. Und dann würde ich ja gucken, ist es ein Flachdach oder ein Giebeldach? Das ist ein Giebeldach. Das ist so ein typisch altes amerikanisches Eckreihenhaus. Na gut, dann würde ich da nicht viel laufen können. Ich würde halt mal runter gucken auf die Richtung Straße oder sowas, ob ich da noch irgendwas feststellen kann. Auf der Straße siehst du mehrere Dutzend Gestalten, die sich da irgendwie durch den Straßenzug zwängeln. Was für Auren haben die? Gar keine. Fuck! Wir müssen schnell runter, die anderen sitzen in der Scheiße. Ich gucke ihn an und mein, wieso? Zombies. Woher, was? Zombies? Wieso was? Da unten sind irgendwelche Gestalten, die wir schon in der Stadt getroffen haben. Die müsstest du auch gesehen haben. Runter, schnell. Ich würde ihn wirklich runter, Dings, ob ich schon fast runterfallen lassen und dann wirklich die Treppen runterrennen. Ich nehme das wörtlich. Ich fall mal vom Dach in den Hof. Einfach so mal Badass. Ja. Bam. Okay, irgendwie, Konstantin versteckt sich ja in der Mülltonne und John hinter der Mülltonne. Und diese Gestalten schlurfen halt langsam auf die Mülltonne zu. Ganz langsam. Und Konstantin wird langsam bewusst, so scheiße, wenn das mal Ding jetzt die Mülltonne aufmacht, bin ich im Arsch. Sehe ich, wie Jebediah runterspringt? Nee, noch nicht. Erst siehst du nur diese Gestalten, wenn du rauslugst, wie sie näher kommt. Und hinter ihr noch eine und noch eine und noch eine. Alle malen auch eine Frau mit so einem Blümchenkleid, die aber auch irgendwie total schwarz an bestimmten Stellen des Körpers wirkt, überall Tentakel rauswachsen. Die laufen halt quasi ein bisschen ziellos in dem, im Hof umher und die eine Gestalt, die als erstes vorgelaufen ist, läuft aber Richtung deinem Versteck. Das sehe ich ja unter der Mülltonne, dass die auf uns zukommen. Ja. Ich nutze die Zeit und dass ich liege, um die Pistole, also die Arme, also die Ellbogen auf den Boden aufzusetzen und das so als Stütze für die Pistole zu nehmen. Sitze da ganz gespannt wie ein Flitzebogen, total auf Adrenalin, mit so leicht wackeliger Hand und ziele auf den ersten, der da kommt, auf die Kniescheibe. Auf diesen Ops-Soldaten da, ja? Ja, auf die Kniescheibe ziele ich. Ja. Würde auch gerne meine Pistole ziehen und sie so gegen die Wand der Mülltonne halten und so lunzen, dass die Richtung irgendwie stimmt. Ja, okay. Ja, und die Gestalt macht dann Anstalten und kommt ganz nah an die Mülltonne heran. Wer schießt zuerst? Wenn überhaupt einer schießt? Also du siehst jetzt die Kniescheibe schon nicht mehr, so nah ist er dran, oder willst du vorher schon geschossen haben? Also... Das ist vielleicht schon fast ein aufgesetzter Schuss. Ich würde vorher schon geschossen haben, wenn die zu nahe kommen. Ja. Und bewegen die sich, also die bewegen sich langsam und schwanken die vielleicht so unkontrolliert? Ja. Oh, perfekt. Schau mich mal um, ob noch irgendwie andere Mülltonnen irgendwie in Reichweite sind. So. Greif mal um mich. Liegen da vielleicht kleine Steine? Nee. Steine liegen da nicht. Liegen ein paar Blechbüchsen, die irgendwie neben die Mülltonne gefallen. Ja, dann nehme ich so eine Blechbüchse und werf die weiter weg gegen eine andere Mülltonne, so unten raus. Halt in die andere Richtung, das Wesen zuckt sofort in diese Richtung, wo dann das Geräusch herkommt. Und in dem Moment gibt es einen dumpfen Aufprall und irgendetwas Dunkles ist genau vor der Mülltonne, irgendwie schlägt auf den Boden auf. In so einer Dreipunktlandung. Exakt. Ich schrei auf, damit habe ich nicht gerechnet. Genau, ich versuche es alleine zu sein. Und in dem Augenblick stößt du dir an dem Mülleimer oben den Kopf an. Ja. Und kann das sagen, er drückt jetzt doch ab und schere mal in den Rücken rein oder so. Das ist eine gute Idee, warte mal.
Nee, so blöd ist er nicht. Wenn ich das vor mir erkenne, ja. Dass es nicht ganz menschlich ist, sondern irgendwelche so Tentakeln aus dem Kopf habe, würde ich die Axt, die ich in der Hand habe, einhändig erkennst diese Wesen, das sind die Wesen, von denen du dich äußerst fernhalten solltest. Du weißt, dass das hoch ansteckend ist, das Zeug. Körperkontakt ist der Tod jedes Menschen. Okay. Und jedes Vampirs. Jedes Vampirs auch. Du hast das schon gesehen und das, die Mother-Sachen, die man dir geschickt hat, haben auch gesagt, absolut fernhalten. Okay, hoch ansteckend. Dann würde ich einen Satz zur Seite machen und wenn ich ein bisschen Distanz dazu gewonnen habe, so von unten nach oben die Atemmaske, die ich immer vorm Hals hängen habe, nach oben ziehen. Ja. Und die Axt mal so in ihrem Halter auf dem Rücken verstauen. Mhm. Und dann muss ich mal kurz gucken, wo mein Motorrad steht, dass ich ein bisschen orientiert bin. Wenn ich das habe, würde ich da gerne hingehen. Steht noch in der Mitte vom Hof, wo du es hinterlassen hast. Würde ich, wenn ich da ohne Probleme hinkomme, würde ich da gerne hinspurten und meine Schrotflinte holen. Ja, da sind halt noch einige Gestalten zwischen dir und dem Motorrad. Ja, dann würde ich die als diese eine Blümchenfrau, die dann irgendwie so zu dir hinläuft. Helfen Sie mir! Hilfe! Ich rufe unter den Müllcontainer drunter. John! Gib mir, John, die Pistole, bitte. Schnell. Ich schieb die so rüber, so auf den Boden rutschend. Ja, dann würde ich mit meiner rechten Hand die Pistole greifen. Ja. Und dreimal abdrücken. So im Hochnehmen. Pam, pam, pam. Wohin schießt du? Und, Knie, Brust, Ungezählt. Kopf. Okay, Knie, Brust, Kopf. Die Kugeln schlagen ein. Auch genau da, wo du sie hinhaben wolltest. Es macht so ein flatschendes Geräusch. Und dann kommt man nur Hilfe! Scheint das Wesen nicht sonderlich zu beeindrucken. Ist sie umgefallen? Nein. Ich habe den zwei Jungs nur eine Kaliber 9 mm gegeben. Mit Silbergeschossen drin. Mhm. Die hat halt leicht gezuckt, als der Einschlag kam, aber. Ja. Dann schaust du hin und siehst dann den Einschlag auch irgendwie, vor allen Dingen auch im Kopf, dann siehst du, wie diese schwarze Flüssigkeit da draus quillt und die Wunde verschließt von innen. Und ich würde einfach noch fluchen und. Was um Herrgotts Willen. Ist das? Warum fallen die nicht um? Das sind so die Fragen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Ja, währenddessen hat Dave sich zurückgekämpft durch das Treppenhaus und erscheint in den offenen Türen, siehst halt auf den Hof. Du hörst nur gerade noch die drei Schüsse von Jeremiah. Siehst die acht Zombies, die mittlerweile in den Innenhof reingestürmt sind. Mhm. John und Konstantin kannst du gerade nicht erkennen, wo die sind. Gut, sehe ich irgendwo in der Nähe ein. Oder ist ja, in der steht Nähe einer von vor einer Mülltonne. Gut. Ich würde tatsächlich von hinten mich dann irgendwie ranmachen und meine Machete packen und dann so einem würde ich versuchen, den Kopf abzutrennen. Aber halt einen gewissen Abstand habe ich, würde es so einschätzen, dass ich so mit der gestreckten Hand, dass ich halt jetzt nicht allzu nah und dann würde ich aus der Bewegung heraus dann wieder einen Schritt zurück, dass ich halt nicht jetzt irgendwas von dem schwarzen Zeugs abkriegen sollte. Wenn er da gerade am Ausholen ist, würde ich ihm zurufen, Dave nicht, das ist viel zu ansteckend, das ist gefährlich.
Dass du das noch sagst, hat Dave schon ausgeholt und Dave, beschreib mal, wie der Schwung mit der Machete eintrifft und was du machst. Gut, ich versuche halt, das im Kopf einmal einen waagrechten Schlag zu setzen und dann halt den Schwung auszunutzen, um dann wieder nach hinten, sage ich mal, so 2-3 Schritt wegzugehen. Ohne zu gucken, ob ich überhaupt groß, was mit der Figur passiert, einfach zu gucken und dann weg. Weil ich davon ausgehe, dass da wie Blut irgendwie ein Schwall raustritt und dass ich halt einfach erstmal 2-3 Meter weg. Ja, und genau das passiert auch und ja, das trifft dich auch etwas, ein paar Sprinkler davon und das sieht auch Jeremiah. Und ja. Aber sonst, das Wesen ist sichtlich beeindruckt von dem Schwung von der Machete und kippt einmal vorne über und auf die Mülltonne drauf. Und Konstantin, dein Sehschlitz wird gerade zugeschlossen. Das Ding gerade oben auf die Mülltonne gefallen ist. Und es sickert langsam so eine schwarze Flüssigkeit durch die kleinen Spalte. Also sie ist nicht dicht, die Mülltonne, ne? Nee. Was macht die Flüssigkeit auf Dave? Da sind wir noch nicht. Sehr erschrocken. Also so hast du gesehen, wie so ein Schwall so Richtung Dave gefallen hat, ist halt so ausgewichen, aber eigentlich müsste ihn etwas getroffen haben davon. Ja. Okay, aber ich habe nicht gesehen, dass er getroffen wurde. Es müsste, also deiner Meinung nach müsste er getroffen worden sein. Okay. Ich würde jetzt auch 4 Schritte von ihm weggehen, also ich würde mich jetzt etwas separieren, so dass ich alle im Blick habe. Einmal diese Wesen und Dave würde ich gerne auch sehr explizit im Blick haben. Okay, was macht John unter der Mülltonne? Ich rufe erstmal zu John rüber, Hilfe! Ja, John klettert unter der Mülltonne erstmal raus. Ja. Und macht sich erstmal eine Lage von der Situation. Auf der Mülltonne liegt halt das Wesen und scheint halt dieses teeartige Zeug so in die Mülltonne rein zu bluten. Oh. Schieb ihn weg! Und du weißt, in der Mülltonne hat sich Konstantin versteckt. Ich mach den Mülltonnendeckel, zieh ich einfach auf und in der Hoffnung, dass das der halt runterrutscht. Ja. Dabei. Ja, es ist ziemlich schwer, also schwerer als du gedacht hast, aber du schaffst es mit einer Kraftanstrengung, die Mülltonnendeckel auf. Oh, Konstantin, ja, über dir siehst du langsam wieder ein bisschen Licht. Die Mülltonne geht da so spaltweit auf. Es ist gerade so, hat es gerade so geschafft, es so weit aufzumachen, dass man rausklettern könnte. Schön an der Leiche vorbei. Und man sieht halt, dass ich wirklich so an der Wand irgendwie hänge, an der gegenüberliegenden Seite von dem Terzeug. Ja. Und versuche dann halt auch irgendwie schnell irgendwie rauszuhuschen. Ja. Okay, du versuchst halt da rauszuklettern. Ja. Was macht Dave, nachdem er geschlagen hat? Die Wesen kommen natürlich näher. Dave muss sich erstmal entmuten. Dave muted. Achso, habe ich irgendwie was gespürt, dass mich was getroffen hat? Ja, das ist ja so ein paar Sprenkler vielleicht. Es brennt auf der Haut. Nee, es brennt nicht. Okay. Ich würde mir das mal direkt angucken. Ja, was willst du dir angucken? Du siehst nichts gerade in dem. Okay. Du kannst halt natürlich innehalten und dich genau überprüfen, alles und so. Ja gut, das ist jetzt im Moment auch wahrscheinlich eher nebensächlich, solange ich da jetzt nichts Näheres spüre. Ich würde dann wieder eine Pistole nehmen und dann halt gucken, den nächsten fokussieren und abdrücken. Kopfhöhe. Ja, fokussierst du und ja, Jeremiah guckt gerade so ein bisschen in die Runde, sieht dann halt die jetzt noch 6 Gestalten im Innenhof auf seiner, also geradeaus und links und zu seiner Rechten die Mülltonne, auf der die Leiche liegt, wo Dave vorsteht und wo langsam Konstantin rauskrabbelt, den du jetzt erst so richtig wahrnimmst. Und ja, während eine weitere Gestalt vom Dach herunterzuspringen scheint, eine tief gebückte, ziemlich hässliche Kreatur, die Jeremiah zumindest direkt als erkennen würde und sich auf eine von den Gestalten stürzt. Wie meinst du jetzt, dass ich die erkennen würde? Ja, du weißt, dass es wohl ein Nosferatu ist.
Okay, und der stürzt sich direkt auf die... Ja, der springt vom Dach, also ist vom Dach runtergesprungen, hat sich quasi enttarnt, wenn man das so will, also dass du ihn auch erkennen kannst und stürzt sich alle... Also dadurch, dass er runtergesprungen ist, alleine ist er ja schon enttarnt und stürzt sich auf die Gestalt, die dir am nächsten steht. Wie macht er das? Also hat er eine Waffe oder geht er direkt? Nö, der greift mit den Klauen an. Hat so riesige Pranken. Da der sofortige Tod auch für einen Vampir ist, würde ich das gerne mal abwarten, was da passiert. Ja. Ah, du siehst, wie der mit seinen Pranken nach dieser Gestalt schlägt. Und dass die Gestalt halt auch beeindruckt, irgendwie die halt wird quasi zerfetzt, also in zwei Teile gerissen, als der mit seiner übermenschlichen Stärke danach greift. Und du siehst, dass dieses dicke, suppige Zeug halt ihn anspritzt quasi und du siehst halt sofort, wie er hinten überkippt, nachdem er den zerfleischt hat. Und siehst halt auf der gesamten Front des sowieso schon fürchterlich entstellten Wesens diese Suppe, wie sie sich da langsam ausbreitet. Dann würde ich so und auf den Rücken greifen. Halt, so. Auf den Rücken greifen und die Axt greifen. Dabei lasse ich die Schrotflinte fallen, weil ich ich habe eine Hand weniger und bin das irgendwie noch nicht gewohnt. Reiß diese Axt nach oben und in einem großen Schwung ziehe ich die auf den Hals vom Nosferatu und enthaupte den, sodass der hoffentlich noch zur Asche zerfällt. Ja, das soll dir gelingen. Was kann dann Konstantin als allererstes sehen, als er aus dem Mülltonne raussteigt? Wieder irgendwie was vom Himmel fällt, eine von den Gestalten angereift, zerfetzt und im nächsten Augenblick von Jeremiah, als es am Boden geleakt, dann geköpft wird. Und auch John kann das sehen. Die Aktion halte ich für sehr sinnvoll. inwieweit stehen die restlichen schlurfenden Dinger vor uns? Langsam näher, sind jetzt noch fünf. Kommt welche auf uns zu? Ja, klar. Alle, mehr oder weniger. Wir stehen ja verteilt, also nur... Ja, ihr steht relativ nah auch beisammen, also nicht wirklich verteilt. Ah, okay. Jeremiah hat sich ein bisschen abgespalten von euch, damit er einen Überblick über den Hof hat. Dave steht irgendwie so auf dem Eingangsbereich des Hauses, neben der Mülltonne war. Hinter dir steht der John. Also steht relativ beisammen. Ich würde gern auf jeden Fall meine Pistole ziehen und... Ja, die hattest du ja schon gezogen gehabt. Ja. Und mich auf jeden Fall ein bisschen von John und Dave wegbewegen. Mhm. Und dann erstmal gucken, welche von den restlichen noch auf mich zukommen. Ja, währenddessen hat John das Zielen wohl abgeschlossen und die ersten Kugeln treffen die Wesen, die er abgefeuert hat. Und triffst auch genau da, wo du treffen wolltest. Und das erste Wesen sackt in sich zusammen. Ich guck so ein bisschen verwundert. Ich habe gerade sehr gut getroffen und er schießt einmal und versenkt. Das Ding kippt sofort um. Und er hat die gleiche Munition wie ich. Ja, du hast mir die Waffe gegeben. Ja. Noch vier. Dave. Na gut, Dave hat ja auch geschossen nochmal. Stehen welche im Endeffekt hinter uns, sodass man jetzt... Hinter euch ist die Wand vom Gebäude. Das ist ja so eine kleine Gasse, ne? Das ist so ein Innenhof. Die sind durch die Gasse in den Innenhof reingekommen. Ja, und ich nutze mal die Mülltonne als Angriffsgeschoss, löse die Bremsen davon. Mhm. Und rollst die nach vorne. Genau, roll die mal so, also nimm Anlauf und roll die so auf den nächsten Zombie zu, dass der halt einfach jetzt nicht halt weiterlaufen kann. Schüsse krachen durch die Luft und Dave trifft den nächsten. Und wo hast du hingeschossen, Dave? Kopf. Ja,
Dann wird es einmal knack, klickt der Kopf so zurück und das Ding fällt hinten über. Der einen guten Zombie-Film kennt, weiß immer Kopf. Warum? Ich habe auch in den Kopf geschossen. Jeremiah steht da und weiß nicht mehr, was er von der Welt halten soll. Beflügelt von den Treffern der anderen will Konstantin jetzt auch schießen. Zielt ja auch auf die Scheibe. Ja. Von einem, der auf uns kommt. Ja, du siehst auf die Kniescheibe und das Ding sackt so in sich zusammen, als du die Kniescheibe triffst, und in dem Moment rammt der Müll, wo du dich eben noch drin versteckt hast, rammt das Ding um und schleudert es gegen die gegenüberliegende Wand. Es macht einen Flatsch. Ja, und da waren es noch zwei. Einer stürmt gerade auf Jeremiah zu und greift. Ja, ich würde in dem, was die anderen da getroffen haben, würde ich gerne doch nochmal mein Glück versuchen und auf sie schießen. Mhm. Diesmal würde ich das restliche Magazin, was da in dieser Pistole noch drin ist, ja, auf das Ding, was gerade nach dir greift, entleeren. Ja, so. Das obere Viertel, also Kopf bis Herz, so. Ja. Du siehst die Einschläge des Magazins, und es zuckt auch so zurück und greift noch einmal nach dir, ja, und packt dich so am Schlawittchen, während du weiter feuerst, und es aber relativ wenig beeindruckt ist. Dann würde ich es wegtreten wollen und wegrennen. Ja. Ich will eigentlich keinen Körperkontakt zu diesem Ding. Ja, hattest du ja gerade schon in diesem Augenblick, und schubst es aber im gleichen Augenblick dann auch zur Seite, sodass es mit dem Kopf gegen die Wand prallt und dann sofort aber herumhechtet zu dir. Und der nächste, ja, ich würfel mal aus, wer von euch zuerst reagieren kann, um ihm vielleicht zu helfen. Ja, und Konstantin hat sich zuerst gefasst auf die Situation und kann schießen oder sonst irgendetwas tun, was er machen möchte. Oh, Konstantin schießt nochmal. Ja. Ungewöhnlich ruhig. Nimmst du die Pistole, beschreib mal. Ja, ich ziehe die Pistole und lege an und schieße auch wieder irgendwo in den Beinbereich hin, um dieses Ding jedenfalls einigermaßen lahmzulegen, mit der eine Chance hat, wegzukommen. Ja, okay. Also es sieht wirklich irgendwie so relativ unbeholfen aus in dem Augenblick, aber es ist so mit, dann lösen sich die ersten Schüsse und zack, zack, und Jeremiah, du hast das Ding ja gerade so mit dem Kopf so gegen die Wand und das zickt rum, dann hast du zwei Schüsse und das Ding sackt irgendwie vor dir auf die Knie, so dass das noch, dass der Kopf von dem Vieh halt so vor dir ist. Guck, dass ich mich davon von diesen Viechern fernhalte, guck die anderen drei an und mein... Mach den letzten noch kaputt. Ich schaff's nicht, warum auch immer. Und wechsel das Magazin meiner Pistole. Ja, John? John nutzt dann halt die Mülltonne, ne, und lässt die dann los und so auf diesen letzten. Die habe ich ja gerade beschrieben, wie der den einen Zombie zersmasht hat. Stimmt. Und die Mülltonne ist weg. Ja, dann wird John mutig und wirft mal nach diesem Zombie so eine Dose und versucht halt so den Kopf zu treffen, dass er irgendwie abgelenkt ist. Und, und vielleicht so macht, oh, ein großes Ziel. Flock. Ja, irgendwie der Zombie zuckt in der Tat ein bisschen nach der Dose, irgendwie geht zur Seite, kommt dann aber trotzdem weiter auf dich zugeschlurft. Ja gut, in dem Moment drückt mich vorbei. In dem Moment drückt Dave ab und bläst ihm die Rübe weg. Das war's. Und dann, ja, nur noch der kniende Zombie vor Jeremiah, der auf seinem Stumpf jetzt Richtung Jeremiah. Ja, ich gehe einfach weiter zurück. Ja, das ist das einzige Vieh, was gerade noch hier im Innenhof lebt. Und das, wie gesagt, ist langsam weiter in deine Richtung. Du bist da natürlich viel schneller als das Ding. Ja. Ich möchte los zu unserem Auto hechten. Guck die anderen an und hoffe, dass sie das Ding kaputt machen. Ja, gut, wenn Konstantin wegrennt, John hat keine Waffe, oh, das kriege ich durch. Ich gucke mich dann halt um und sehe halt, dass Jeremiah in Bedrängnis ist und wird dann halt ein bisschen Abstand halten, wird zielen,
Kopf und wird ihm dann sagen, du musst auf den Kopf zielen. Schieß auf den Kopf, wenn du ihn finden kannst. Sag noch nie einen Zombie-Film gesehen, immer auf den Kopf. Ich gucke ihn nur ungläubig an. Dave stellt sich neben Jeremiah, muss auf den Kopf zielen. Immer auf den Kopf zielen. Und dann nimmt er so ganz lässig seine Kanone und nimmt dieses Ding, was er auf den Knien vor irgendwie Richtung Jeremiah robbt, drückt einmal ab und das Ding liegt halt auf dem Boden. Weil das ist vorher schon tausendmal irgendwo hingetroffen, auch in den Kopf, aber... Ja, ich habe auf Hals, Kopf, Herz, scheißegal, halt, ich habe da, keine Ahnung, 8 Schuss reingejagt, 10, ja. Großes Magazin. Ja, und ich schieße nicht schlecht. Ja, Konstantin erreicht das Auto und während es im Innenhof jetzt langsam ruhig wird, man hört noch vor den Toren des Innenhofs, dass da noch mehrere sind. Wir sollten weg hier. Schnell. Ich würde das einsammeln, was ich fallen gelassen habe, und dann mit denen ins Auto hopsen. Ja. Hinten auf dem Rücksitz zusammen mit Konstantin, oder will Konstantin diesmal fahren, weil er ist ja zuerst am Wagen. Konstantin lässt das Auto an, steigt aber wieder aus und geht nach hinten. Okay. Ich springe in den Kofferraum. In den Kofferraum, okay. Ja. Okay, ja, so ist. Na gut, nachher. Und dann fahrt ihr los Richtung Freizeitpark. Hier, Jeremiah, gibt es hier in der Gegend so eine Masse-Außenstelle? Was ist denn das für ein Auto? Ist das so ein Van? Ja. Oder? Ich glaube, es war so ein Minivan oder so eine Familienkarre. Dreh mich zu Konstantin um und mein, ja, wir sind gerade davon weggefahren. Nee, wir hatten schon mal das Problem mit der schwarzen Grütze, dass sich dann jemand mit infiziert hat. Und der hat sich dann halt komplett geweigert, in die Desinfektionsdusche vom Mazza zu gehen. Und ich glaube, das könnte helfen, wenn jemand davon was abgekriegt hat. Von daher, dass wir hier jemanden im Auto haben, der... Also du kennst auch nur diese Fleischerei in der Innenstadt sonst. Ja, ich muss dir sagen, die Außenstelle Newark hat so etwas nicht. Wenn, dann ist nur ins Hauptquartier. Apropos, ich stell dir nochmal mich vollständig vor. Ich bin Jeremiah Hill, Leiter der Außenstelle Newark. Und einziger Mitarbeiter. Und das mit so einem richtig schiefen Lachen auf dem Gesicht, so einfach so nach dem Motto, nein, eigentlich gibt es nur das Hauptquartier und ich wohne hier. Hast du eine andere, weißt du, wie Mazza desinfiziert in ihren Duschen? Nein. Ich bin Vampirjäger, kein Desinfizierer, was auch immer. Wer das immer macht. Kennst du aus dem Hauptquartier diesen Cyborg-Typen mit den Schläuchen am Kopf? Quali, kenn ich den? Ja, den kennst du. Flüchtig. Ja. Kannst du den anrufen? Das ist der, der dir auch deine Muskeln implantiert hat. Ah, okay. Ja, den Doktor. Den sehe ich immer, wenn es dunkel wird vor den Augen. nee, anrufen kann ich den nicht. Ich habe kein Telefon, außer das bei mir. Hast du eine Idee, wie wir ihn auf dem Weg zum Freizeitpark vielleicht irgendwie abgreifen können? Der ist im Hauptquartier immer. So. Wenn das Hauptquartier leer ist, wird der da nicht sein. Dementsprechend nein. Ich kenne euch ja, vielleicht hat er eine Wohnung oder sowas. Ja, aber... Garantiert. Ist aber auch nicht auffällig, so ein Schlauchtyp. Irgendwo eine Wohnung. Ach, in New York rennen es verrückte Gestalten rum, da fällt so einer mit ein paar Schläuchen im Kopf auch nicht auf. Ja. Ich würde mal gucken, ich würde mir mal die Hände angucken, ob ich da irgendwas von dem schwarzen Zeug sehe. Deine Hände? Ja.
Ja, ein paar Tropfen haben dich getroffen. Ich würde mal beobachten. Halt wie so Blut jetzt auf deiner Haut. Ja, breitet die sich aus, oder? Ja, die versuchen halt so irgendwie über die Hand zu kriechen ein bisschen. Ja, dann würde ich ein Feuerzeug nehmen. Und würde man das Feuerzeug anhalten. Wenn man das Feuerzeug auf die Zähne beißt. Brennt tierisch irgendwie auf deiner Haut und so, aber das Zeug halt verdampft. Halt mal an. Kurz, bitte. Also wenn das jetzt gerade ruhig ist. Deine Hand hat jetzt Brandblasen. Ja. Das Feuer scheint dir auch mehr geschadet zu haben, als es müsste. Weil du hast ja nur ein Feuerzeug an deiner Hand gehalten. Das geht ja, wenn du es schnell machst. Aber es tat ziemlich weh. Ja, schon klar. Aber besser so als anders. Fuck, halt mal an. Kurz. Gut, halt mal gucken, ob ich einen Armel oder sowas habe. Ja, hier und da ein paar Tröpfchen, die auch sich langsam so den Weg Richtung Hals suchen. So. Kreuzt du den halt an? Ich fahr doch gar nicht. John fährt. Also ich dachte, wir sind schon unterwegs. John, dann John, fahr halt an. Sofort. Vollbremsung. Raus, Jacke aus. Weg damit. Habe ich doch irgendwas von einem schwarzen Zeug und ich würde mich irgendwie ins Licht stellen und würde mir halt die Schuhe angucken, Hose angucken, ob da irgendwas von dem Zeugs ist. Ich würde ihn auch von außen untersuchen, ob ich noch was sehe. Nee. Der macht jetzt einen kompletten Striptease. Wenn da schwarzes Zeug dran ist, dann bin ich in Unterhosen. Ja, klar. Finden wir noch was? Nee. Sicher? Ja, ihr seid ziemlich sicher. Er sucht ihn ziemlich gründlich ab, den Dave, aber da ist nichts mehr. Gut. Nur noch auf seiner Kleidung, die er da jetzt ja gestrippt hat. Ja, dann setzen wir uns auch noch mal weiter, oder? Die würde ich anzünden und dann weiterfahren. Altnackter genau. Dave jetzt bei euch im Auto. Ja. Sieht fast fesch aus, ne? Na gut, ich weiß ja nicht, was ich jetzt tatsächlich nicht mehr anhabe, aber wenn ansonsten würde ich halt zwischendurch mal sagen, halt mal einen Klamottenladen an und Fenster einschlagen und gucken, dass man in eine Jacke wieder passt, irgendwas. Ja, könnt ihr natürlich machen. Ich wäre dafür, wenn wir direkt durchfahren. Ich bin immer noch sehr verdutzt und über die Situation etwas schockiert, dass ich, trotzdem ich gut geschossen habe, keins dieser Wesen töten konnte und die anderen eigentlich mit jedem Schuss getötet haben. Ja. Und ist der Hofkiller. Und ich würde mal notdürftig irgendwas um die Hand rumwickeln. Mhm. Um die Brandblasen. Ja. Ja, verleihst du deiner Verwunderung, Bewunderung ja. oder Verwunderung Ausdruck? Also, ich, oder? Ja. Ich grübel einfach, also die Stirn in Falten gelegt und warum die und warum ich nicht? Und eigentlich habe ich ja sehr gut getroffen und ja, das sind so die Sachen, die mir im Kopf rumgehen. Ein bisschen Selbstzweifel also, ja. Ja. Ja, dann John fährt wieder an und ihr macht euch auf den Weg Richtung Richtung Vergnügungspark mit einem kurzen Zwischenstopp an einem schon leer geplünderten Klamottenladen, wo er sich aber noch eine Jeans und ein Hemd irgendwie finden lässt für Dave. Ja. Und so fahrt ihr dann euren Weg weiter Richtung Vergnügungspark, der ja noch nicht eröffnet ist. Und irgendwann kommt ihr auf diesen großen Parkplatz vor dem Park halt auch an und man sieht halt hier schon dieses asiatische Gruselpark und der große Eingangsbereich, der noch halt geschlossen wirkt. Weit und breit keine Menschenseele. Wie ist es denn von der Uhrzeit her, von der Helligkeit? Das dürfte, sage ich, so langsam müsste jetzt da. Langsam so um die Mittagszeit sein, ja. Ich schaue mal nach Kameras. Da sind jede Menge Kameras. Ja, ich deute dann auch mal auf die Kamera so. Ja, schaut mal da, ich
glaube, die werden mitkriegen, dass wir da sind. Ist aber jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass das Einlasshauptkameras installiert sind, gerade vorne im Kassenbereich. Ne? Ich würde in der Zwischenzeit immer wieder auch mal geguckt haben, ob ich irgendwelche Augen wahrgenommen habe. Nee, draußen. Du fühlst dich ziemlich schlapp, in der letzten Stunde. So. Und du hast unglaublich Hunger und Durst. Und aber was zu trinken, zu essen dabei. Ja, du hast ja so eine Stulle gegessen, irgendwie noch den Rest von dem Erdnussbutter-Sandwich, was John gemacht hat, irgendwie. Aber irgendwie, das ist dein Hunger nicht gestillt. Ein bisschen zittrig bisse. Ups, sorry. Ich hab mich gerade angerannt. Aua. Fuck. Scheiße. Jetzt, wo wir dann in dem Park sind, ich würde mir halt an den Kopf noch ein bisschen reiben, Kopfschmerzen, würde ich halt mal auch ein bisschen noch gucken, sehe ich da irgendwas, kann ich da irgendwas Außergewöhnliches wahrnehmen, außer dass es halt ein Park ist? Nö, gar nicht. Auch der Konstantin nichts. Ist übrigens nicht mehr am Funkeln und der Jeremiah auch nicht. Okay. Ich dachte, das hört 4 Tage an. Scheinbar ist es nach. Wie lange hält es an? Jeremiahs? Keine Ahnung. Unterschiedlich. Hast du etwa einen Kater? Es fühlt sich so an, wie wenn ich durchgesoffen hätte. Ich habe Hunger und ich habe Durst. Zum Glück sind wir jetzt in einem Freizeitpark. Da gibt es bestimmt Corn Dogs. Ja. Und Cola. In einem nicht eröffneten Freizeitpark wohl eher nicht. Noch sind wir nicht im Freizeitpark und ich sehe euch auch nicht mehr leuchten. Dann lässt das nach. Fuck, jetzt mir scheiße. Wie ich schlechten Whisky getrunken hätte. Das ist Bourbon-Zeugs. Sei froh, dass es kein Whisky war. Ja, was soll's nun sein? Mitten auf dem Parkplatz. Sind da irgendwelche Autos außer uns? Ne, ihr seid das einzige Auto, was da auf diesem riesen Parkplatz parkt. Ich würde einfach mal den Hauptplatz sehen. OT-mäßig kurz mal eine Bio-Break machen oder so? Wir sind gleich durch. Ah, okay, also. Gut. Ja, dann halte ich das noch aus. Also, ich schaue mich so auf dem Parkplatz auch mal um, ob da vielleicht noch irgendwie... Das ist ja ein Vergnügungspark. Ist das so ein großer Parkplatz einfach oder gibt es da auch Parkhäuser? Nee, es ist einfach so ein riesiger Parkplatz. Und mit so mehreren Laternenpfeilen halt so ein Beleuchten. In der Mitte sitzen ein paar Rabenvögel oben drauf und gucken euch interessiert an. Und krächzen vor sich hin. Ich würde sagen, wir schauen uns hier schon mal um, lieber am Tag. Steig aus und geht zum Haupteingang. Und ja, Richtung Eingang halt, ne? Ja, aussteigen und zum. Ja, alle gehen Richtung Eingang. Ja. Und, alles, was ich dabei habe, schön verstaut. Ja, Jeremiah, du hast kurz das Gefühl, dass du dann Richtung Eingang gehst, dass ob. Du hast kurz so ein Ohrschmerz. Irgendwie so ein Klingeln am Ohr. Tinnitus. Gut, das wird im Alter schlimmer. Und ja. in der nächsten Sekunde meinst du eine Stimme zu vernehmen. Die, okay. Die irgendwas flüstert, irgendwie von. Geh rein. Ich würde es mal einfach für mich behalten. Ja, und der geneigte Zuschauer und Beobachter hätte gesehen, wie ein kleines, vielleicht so großes, schwarzes, wurmartiges Ding in Jeremiahs Ohr gekrabbelt ist, während sie da gegangen sind. Unbemerkt vom guten Jeremiah, der schon etwas älter ist. Und gut, Dave hat sich ausgestrippt bis zum geht nicht mehr, aber Jeremiah halt nicht. Und mal sehen. Ich habe ja eigentlich auch nichts abgekriegt, ne? Ja gut, die Tante hat dich an einem Schlawittchen gepackt gehabt, kurz. Du hast da drauf geschossen, also du hast aus nächster Nähe geschossen. Also, du bist ja, wenn man jetzt mal sieht, was ich in der letzten Runde nach diesem Geisterhund-Angriff abgekriegt habe. Ja, in der Tat.
Gut, wir Aber werden das sehen. haben wir dich schließlich flambiert. Wir werden sehen, was es mit dir macht. Und das werden wir dann beim nächsten Mal, wenn wir spielen, den Vergnügungspark sehen und ja, und den Jeremiah mit seiner mit seinem kleinen Wurmfortsatz, wie ich ihn jetzt mal nenne. Vielleicht bildet er ein neues Organ aus oder so. Ja. Ich bedanke mich bei meinen Spielern. Wir haben 2,5 Stunden jetzt wieder gespielt. Das ist mal so eine schöne Zeit für mich, um einen Break zu setzen. Wann es weitergeht, das könnt ihr auf dem Nordpol erfahren. Da oben läuft schon die ganze Zeit irgendwie der Ticker durch, mit der Adresse, wo ihr den Nordpol findet. Ich bedanke mich beim Alucard, beim Bero, beim Paradoxon und bei Sleepnos fürs tolle Mitspielen. War wieder sehr lustig mit euch. Und ja, es geht langsam aber sicher ein bisschen voran. Und ich finde aber gerade die Gespräche und die Zwistigkeiten in der Gruppe immer sehr, sehr, sehr ulkig. Und möchte dem auch Zeit geben, ja. dass ihr das untereinander ausmacht. Ja, ist von euch noch was gibt's mehr, weniger irgendwas anzumerken ansonsten? War wieder super. Nö, alles cool. Macht immer wieder Spaß mit euch. Ja, also ich habe ja auf jeden Fall das Kapitel, wie man Jeremiah tötet, gut durchgelesen. Nein, du hast ja das Kapitel sehr gut durchgelesen, wie tötet Jeremiah Jeremiah. Achso, ja gut. Und, nicht wie tötet Dave Jeremiah. Es gibt da, wisst ihr, könnte Jeremiah jetzt einen Eindruck bekommen haben, warum gerade diese Nichtskönner von Mother rekrutiert wurden, wo er vorher ziemlich hier Zweifel hatte. Ja. Ja. Und ja, vielleicht fühlen sich die anderen drei jetzt auch nicht mehr ganz so hilflos nach dieser Aktion wie vorher. Oh, bei Dave Niederfall, großartig. Ja, aber der Opfer Dave, ey, nicht. Ja. Nicht hilflos, aber fehl am Platz. Das kann sein. Gut, ja, dann bedanke ich mich, wie gesagt, bei euch zum Spielen, bei euch da draußen bedanke ich mich fürs Zugucken. Lasst uns doch mal einen Kommentar da, wie ihr es fandet. Irgendwie würde uns ganz freuen, so ein bisschen Feedback zu bekommen. Ansonsten, ja, wahrscheinlich irgendwann so in 2, 3, 4 Wochen spielen wir wieder. Wir werden das gleich ausklamüsern auf Air. Und dann schaut auf dem Nordpol nach, wann es denn dann weitergeht. Da findet ihr übrigens auch ganz viele andere tolle Rollenspielrunden. Zum Beispiel vom Alucard gibt es ganz viel tolles Cthulhu-mäßiges in letzter Zeit. Und auch der Bero macht ganz Shadowrun viel. Demnächst. Ja, Shadowrun, der Klassiker. Da haben wir in letzter Zeit viel zu wenig gehabt von auf dem Nordpol. Also. Ja. Aber es kommt Januar hoffentlich noch. Ja, sehr schön. Und vor allen Dingen gibt es ja auch die Themenwochen jetzt auf dem Nordpol. Da könnt ihr auch mal reingucken. Im Januar gibt es, glaube ich, Sci-Fi. Das würde, glaube ich, ganz gut passen zu Shadowrun auch. Just ja. Saying. Werbung Ende und ich sage nochmal Tschüss. Bye. Tschüss.